So, ja. Gut, dann starte ich jetzt. Ja, Hellas und schönen guten Tag, schönen guten Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Wir reagieren heute live im Stream auf die Zerstörung der Sith-Bubble, ein Video von Jungen Moralapostel, einem Twitch-Kollegen von uns, wo ich auch mal Mod war. Und mit dabei sind unsoziale Marktwirtschaft, der wahrscheinlich nicht so viel mit dem Thema zu tun hat. Schönen guten Tag. Und der Agitator. Hallo. Seid willkommen, ihr beiden. Hallo, schönen guten Abend. Ja. Gut, dann wollen wir mal schauen, was der liebe Moralapostel zu sagen hat. Hier hört man keinen Ton tatsächlich. Das ist jetzt blöd. Bitte? So, ich habe stumm geschaltet. So, jetzt hört man Ton. Mach weiter. Von der einen oder anderen Person eventuell gemeldet werden könnte. Sollte das passieren, sollte das Video weggeballert werden, findet ihr es auf jeden Fall auch auf Odyssey. Das ist einfach mein erstes geskriptetes Video, Mann. Ja. Gut Ding will Weile haben, oder wie sagt man? Vielen von euch ist mit Sicherheit aufgefallen, auch vielen Creatoren, sowie auch mir aufgefallen ist, dass die Rechten, die rechtsradikale Bubble in letzter Zeit expandiert hat, sich deutlich ausgebreitet hat, sich in andere Communities verpflanzt hat. Und naja, ich sag mal so ein bisschen den Anschluss in vor allem kleineren Communities, bei kleineren Streamern, Creatoren, wie auch immer, sucht. Die Rechtsradikalen haben sich in diverse Communities eingezeigt, das meine ich zumindest beobachtet zu haben. Das ist witzig, weil das hab ich ja zuerst gesagt wahrscheinlich. Und ja, das ist ja das, was ich schon die ganze Zeit im Grunde gesagt habe. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber keine Ahnung. Ja, wer ist rechtsradikal? Das ist jetzt die große Frage. Ja, natürlich jetzt mit dem Rechtsradikal, okay. Aber also Rechte sind ja schon präsenter geworden auf jeden Fall. Ja. Und damit bin ich lange nicht alleine. Vielen anderen ist das auch aufgefallen. Das sind Leute, die versuchen, Chats, Räume zu übernehmen und zu zersetzen, ja. Aber in letzter Zeit fällt es mir doch des Öfteren auf, dass viele meiner Zuschauer rechts geworden sind. Mir persönlich ist der ganze Scheiß vor ungefähr 2 Monaten aufgefallen. Ich habe dann Anfang April die ersten Maßnahmen ergriffen und ich sag mal so ein bisschen durch die Community gepurcht. Und wenn ich sage ein bisschen, meine ich ein bisschen viel. Ich habe fast alle meine Mods und Admins entfernt. Ich habe mehr oder weniger jeden gebannt, geblockt, gesperrt, wie auch immer, den ich einer rechten Community zugeordnet habe. Ich muss mich an dieser Stelle direkt bei den Leuten entschuldigen, die es unabsichtlich getroffen hat. Das ist mit Sicherheit vorgekommen. Das tut mir unironisch leid. War das bei mir auch unabsichtlich? Ja, du gehörst zu einer rechten Community. Ich gehöre zur Rechten, okay. Also, Na gut. mir wurde Aber nichts gesagt, warum ChatGPT ich hat. gebannt wurde. Aber ChatGPT sagt was anderes. Bei mir auch, bei mir Mann. auch. Das ChatGPT lügt mich einfach an. Nee, aber Also. ganz ehrlich, er hat ja nicht begründet, warum wir zu rechten Communities gehören sollen. Er hat uns einfach gebannt, ohne Begründung. Und jetzt sagt er ja, alle, die zu rechten Communities gehören. Ist die Frage, was ist Na, rechts? bei mir war das Problem, habe ich ja eben schon gesagt, mit Frank Franz zu sprechen. Wobei er mir privat noch geschrieben hat, ja, okay, alles cool, ich werde dich deswegen jetzt nicht irgendwie, ja, entmodden oder sonst irgendwas. Oder kicken. Ja, aber dann auf einmal doch. Und dann hat er mir das auch privat so gesagt. Also will ich jetzt nicht breittreten, ist okay, ist seine Entscheidung. So, ist auch kein böses Blut jetzt von meiner Seite aus, aber enttäuscht bin ich natürlich schon ein bisschen so, weil, ja. War aber leider nicht abzuwenden. Naja, Purge Night jedenfalls. Alle raus. Warum kommt aber nun dieses Video? Anfangs wollte ich eigentlich ein ganz anderes Video machen. Ich wollte ein argumentatives Video über den Nachtschmied machen, von dem mit Sicherheit einige von euch bereits gehört haben. Für die anderen Sith-Generäle, wir kennen ihn unter dem Namen Bizarro Rezo. Das ist der Typ, der gesagt haben soll, dass die Nazis links gewesen seien. Und ehe die Nazi-Bubble Mal loskräht, Pause. von wegen, das stimmt gar nicht, das hat er so überhaupt nicht gesagt, bla. Er hat gesagt, dass die Nazis politische Mitte waren. Also sehe ich auch anders, aber er hat nicht gesagt, die Nazis seien links. Okay. Nee, kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Ich habe das alles gar nicht Ich mitbekommen. habe den Talk gesehen von ihm Ehrlicherweise. und Erwin, aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern an die Position. Ich fand das uninteressant. Ja, es ist eine historische Debatte. Also finde ich jetzt auch nicht so interessant. Bla bla, hat sich dumm ausgedrückt. Nee, stimmt, das hat er so nicht gesagt. Was er gesagt hat, war, dass die Nazis ja Antikapitalisten gewesen seien und so weiter und dass er sich hüten würde, die NSDAP als rechts zu bezeichnen und so einen Scheiß. Ich habe mich dann gefragt, wie er dazu kommt, sowas rauszuhauen in der Öffentlichkeit und sowas dann auch noch zu verteidigen. In der Regel passiert sowas nicht einfach so, also habe ich mal ein bisschen genauer nachgeschaut mit Sif-Augen, ihr wisst. Und ich muss sagen, uiuiui, was ich da gefunden habe, da träumt im wahrsten Sinne des Wortes der Führer von. Am allerdeutlichsten ist mir das Expandieren der Rechten anhand des Creators Outlaw ist Zass aufgefallen. Meine These. Ui, jetzt geht's um Outlaw.
Outlaw ist übrigens politische Mitte, um den mal einzuordnen. Also, könnte ich jetzt gespannt auf die Überlegung. Naja, weiß nicht. Also, er wählt AfD, also er wählt eine rechte Partei. Also, ja, aber dann ist er ja für mich nicht politische Mitte. Ja, aber Sella, du hast mal Linke gewählt, dann hast du, ich weiß nicht, hast du überhaupt AfD? Also brauchst du jetzt auch nicht sagen, aber du hast mal Linke gewählt, dann bist du auf AfD umgestiegen. Also haben sich jetzt deine politischen Überzeugungen bei diesen beiden Wahlen um 180 Grad gewendet? Gute Frage. Also in einigen Punkten hat sich einiges geändert in den letzten Jahren, ja. Oder Monaten jetzt auch. Ja, würdest du sagen, das eine Mal warst du total links und das andere Mal total rechts? Oder würdest du eher sagen, du warst so... Nee. Ich sag ja auch nicht total links oder total rechts. Also ich sag ja auch nicht, dass Outlaw rechtsradikal oder rechtsextrem ist, sondern einfach eher rechts. Aber ich meine, wenn er sagt, er ist Zentrist, hey, alles cool. Aber ja, es ist ja egal. Im Endeffekt wirst du eh von allen anderen eingeordnet. Also ist ja egal, was du über dich sagst. Siehst du ja bei dir, siehst du bei mir, ne? Keine Ahnung. Sogar ChatGPT sieht uns als links. Outlaw ist ein fucking Rechtsradikaler, der mit der ehrenvollen Aufgabe betraut ist, auf andere Creator zuzugehen, mit ihnen den, ich sag mal, Erstkontakt herzustellen, ein gutes Verhältnis mit ihnen aufzubauen, um sie dann nach und nach in seine Nazi-Bubble zu führen. Auch wenn er immer das Gegenteil behauptet, von wegen, er sei weder links und noch rechts und so ein Scheiß. Er ist schließlich einer der wenigen, die, wenn überhaupt, die Chance darauf... Den Schwachsinn hat er von Bartonek. Also Bartonek hat sich das irgendwann mal ausgedacht, diese Lüge. Und er, also ich bin jetzt wie gesagt auf die Belege gespannt, aber das stimmt einfach nicht. Zu keinem, also ich hatte ja mit Outlaw Kontakt, zu keinem Zeitpunkt hat er versucht, mich in irgendeine rechtsradikale Bubble oder so zu ziehen. Das ist einfach eine abstruse Lüge, was hier verbreitet wird. Aufhaben, in einer anderen Bubble möglichst lange, möglichst unentdeckt zu bleiben. So jemand wie Schlomo, der kann nicht einfach zu jemandem hingehen und sagen, jo, lass mal auf locker, auf cool jetzt irgendwie talken, bla bla und so weiter und so fort. Auch jemand wie Kasparcast und diese ganzen anderen Nazi-Creator, die können das nicht. Die können nicht einfach auf jemanden zugehen und den Kontakt suchen, weil ihr Ruf ihnen zu Recht vorauseilt. Outlaw hingegen hat im Gegensatz zu seinen Nazi-Creator-Freunden eine mehr oder weniger weiße Weste, auch aufgrund seiner mangelnden Bekanntheit, ist deshalb aber für mich nicht weniger rechtsradikal und schon lange nicht weniger skrupellos. Nicht wenige, mit denen ich in letzter Zeit... Ist das jetzt hier einfach Kontaktschuld? Ich bin gespannt. Also ich meine... Sander Barbara, nur kurz, die Kanalpunkte sind gerade ausgestellt. Sorry, ich spiel's hinterher ein, okay? Wenn du danach da bist. Mal gucken. Ja, weiß nicht. Also ja, mir fehlt ja auch ein bisschen... Also wie gesagt, dass er das an Outlaw als rechts ansieht, als normal rechts, ja, okay. Dass er an Kasparcast als rechtsradikal oder so, aber Nazi, ja, ich finde das auch immer... Also ich bin, und ihr wisst, ich bin sehr kritisch gegenüber Rechten, aber mittlerweile, aber jenen als Nazi immer gleich, so, das ist genau das Problem, ja. warum die jetzt sagen können, naja, aber heute ist ja jeder Nazi heutzutage, weißt du, weil das so inflationär benutzt wird einfach, für jeden mittlerweile. Das ist mein Problem irgendwie so ein bisschen. Also ich finde, man sollte sich halt zumindest die Mühe gemacht haben, Argumente zu sammeln, und ich meine, das habe ich jetzt über mehrere Wochen gemacht, um zumindest Argumente zu haben, wann Leute sich rassistischer Thesen bedienen. Oder Thesen aus rechtsextremen Kreisen. Das ist ja immerhin schon mal deutlich bessere Hintergrund, jemanden als Rassist zu bezeichnen, als wenn ich mich vor ein Mikrofon setze und hier Kontaktschuld spiele. Aber ich weiß nicht, was passiert in diesem Video jetzt. Ja, deswegen, lass uns die Belege mal schauen. Ja. Also wir wissen auch noch nicht so genau, was passiert jetzt hier. Also mal schauen. Darüber gesprochen habe, halten Outlaw, ich sag mal so, für einen nützlichen Idioten, der weniger bewusst, sondern eher unterbewusst für die Nazi-Bubble agiert. Und in der Tat, wenn man Outlaw so reden hört, okay, dann könnte man meinen, dass doch er noch ein bisschen Pause, dumm ist. Sorry. Dagegen spricht allerdings... Bitte? Also wir haben hier einen 4 Minuten Widerspruch. Zuerst unterstellt ihm, seine Aufgabe wäre es, Leute anzusprechen, und er wäre rechtsradikal. Und jetzt sagt er wäre ein nützlicher Idiot, der nur unterbewusst der Nazi-Bubble helfen würde. Jetzt mal unabhängig von der Frage, ob das wirklich eine Nazi-Bubble ist, was ich auch in Zweifel ziehen würde. Also, aber jetzt mal ab von der Frage. Also allein in den ersten 4 Minuten haben wir hier einen Widerspruch drin. Ja, schon. Meiner Meinung nach, dass er Manipulationen bei anderen, wenn die bei anderen angewendet werden, in anderen Videos, Talks oder sonst was wir also kennen, dann erkennt er das sofort. Er erkennt sofort, wenn eine Manipulationstechnik bei jemandem anderen benutzt und angewendet wird. Vor allem auffällig fand ich auch immer, dass alle, die über ein paar Wochen mit Outlaw zu tun hatten, mehr oder weniger gravierend ihre politische Meinung gänzlich geändert haben, im eigenen medialen Auftreten eine gravierende Änderung vorgenommen haben oder in dem Umfeld, in dem man sich bewegt, eine gravierende Änderung vorgenommen haben. Manche bewusst, manche unbewusst.
Mir ist das wiederum besonders aufgefallen beim Nachtschmied, beim Agitator, bei Hugo und bei Mana-Zwerg. Jeder der vier genannten Creator hat in den letzten Wochen in irgendeinem dieser Punkte einen gravierenden Umschwung hingelegt. Der Nachtschmied war irgendwie ein zockender... Ja, aber sorry, da hat er halt nicht unrecht. Also bei Mana-Zwerg habe ich das auch beobachtet so ein bisschen. Ja, lass irgendwie. Ihn doch. Ist also keine. Nee, nein, ich senke das nicht werten. Ich sage das, also ich sage nur, dass ich das auch beobachtet habe, ohne eine Wertung jetzt. Wie gesagt, die Widersprüche habe ich ja da eh aufgezeigt, so auf der einen Seite, aber ist egal, das gehört hier nicht her, aber ihr wisst, was ich meine damit. Ja, deswegen, mich würde gerne interessieren, wo ich einen Umschwung hingelegt habe. Glaube, dass er meint, dass du den Rechten wahrscheinlich zu unkritisch gegenüber bist oder zu einem Höcke so oder was weiß ich was. Ja, aber das war schon immer meine Meinung. Ich wurde halt nie auf das Thema angesprochen. Erst seitdem ich mit Rechten und mit Walkies mehr rede, werde ich halt häufiger auf so ein Thema angesprochen. Und die was heißt Bro, also, durchaus mit Kritik an. Bitte? Ja, lass weiterlaufen. Ich will mich jetzt nicht schon wieder rechtfertigen. Das lasse ich, glaube ich. An Woken und so weiter und so fort, war aber weit weg von irgendwelchen Nazi-Takes oder dem Verbreiten von rechtsradikalen Talking Points oder gar dem Argumentieren dafür. Der Agitator hatte schon immer, seitdem ich ihn kenne, ein durchaus ausgeprägtes Meinungsbild und legte auch schon immer diese bemerkenswerte Selbstsicherheit an den Tag. Seine Positionen haben sich, wenn überhaupt, höchstens zugunsten der Rechtsradikalen verändert. Beispielsweise in... Aber was ich halt nicht verstehe, er hat doch in seinen Streams immer groß getönt, ja, hier ist jeder willkommen und wo ich ja auch, ich war ja auch eher bei den Rechts unterwegs, wie gesagt, ich habe mich jetzt nie als Recht so gesehen, dem politisch, zumindest wirtschaftlich nicht. Und wo ich dann in den Stream bei ihm kam, da waren so viele Rechte und also er hat ja sich selber dann auch verändert in der Hinsicht. Ne? Also er ist ja auch mittlerweile der da aussortiert. Das hat er vorher auch nicht mal. Er hat immer gesagt, ja, hier sind jeder willkommen, solange er halt sich benimmt. So. Also, das finde ich ein bisschen seltsam jetzt. Er hat sich ja auch da selber scheinbar wieder ein bisschen anders positioniert. Bezug auf öffentlich-rechtliche Politshows. Der Agitator wurde meiner Ansicht nach von den Rechtsradikalen extrem clever eingestellt. Eigentlich muss man ihn nur mit genug Feindbildmaterial, welches natürlich Woke sind, füttern und stets diejenigen Positionen und Debatten aus ihm herausfragen, die den Rechten gerade nützlich sind. Was ebenfalls natürlich gut wäre, wäre, wenn Leute wie der Agitator die Erfahrung machen im Internet, dass Rechte durchaus vernünftige Standpunkte vertreten, während die Linken natürlich völlig diskursunfähig sind, nur beleidigen und ja, einfach scheiße sind. Diese Erfahrung hat man dem Agitator machen lassen. Dass er sich mittlerweile prominent dafür einsetzt, mit sehr dubiosen Leuten wie Martin Sellner oder Dominik Reichert zu connecten, ist am Ende nur die Kirche aufgetaucht. Jetzt schalten wir auf Pause. Kurzum, Dominik Reichert ist ein Journalist, könnte er kritisieren, er ist pro-russisch, er hat sicherlich starke Standpunkte, wo ich auch einige Sachen anders sehen würde. Also, ja, aber das sind ja inhaltliche Differenzen. Also, die kann man ja austragen. Also, das ist jetzt wirklich, dass hier Leute als dubios diffamiert werden, was soll das? Und Martin Sellner, ich habe gar nicht gesagt, man soll sich mit dem connecten, ich habe gesagt, man soll mit ihm reden und seine Punkte inhaltlich widerlegen, die er bringt. Ich weiß nicht mal konkret, was er bringt, das habe ich auch gesagt, dass ich mich mit Martin Sellner inhaltlich nicht mal auseinandergesetzt habe. Ist schon wieder eine Unterstellung. Wie gesagt, Dominik Reichert, guter Mann, mit dem hatte ich schon 3 Gespräche. Eins wird Montag auf seinem Kanal online kommen, Eiserner Vorhang heißt der, schaut da gerne vorbei. Schaut da am besten auf Twitter vorbei, da ist das Ganze etwas zensursicherer, aber ja, also wirklich, also abstrus, dass man mit solchen Leuten nicht reden dürfen soll, die in der deutschen Politik sogar eine relativ neutrale Haltung einnehmen. Also Dominik Reichert sagt zwar offen, dass er BSW und AfD ganz gut findet, vor allem wegen ihrer außenpolitischen Positionierung, aber ja, damit ist er ja, und ja, also... Wie gesagt, da brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Guckt euch unsere Gespräche einfach an. Wir haben da jetzt nicht besprochen, wie man in Deutschland irgendwie die große, wie man da die rechtsradikale Machtübernahme vorher bereits, sondern ganz im Gegenteil, wie man zu einem friedlichen Umgang zwischen Deutschland und Russland kommt. Über Wirtschaftspolitik haben wir geredet. Wir haben auch über Migrationspolitik geredet. Und da habe ich einige Sachen erzählt, die fundamental anders sind als das, was die AfD erzählt beispielsweise. Und da hat Russland auch gegenüber islamischer Migration eine Haltung, die, glaube ich, bei der AfD sehr, sehr schlecht weggehauen würde. Also schaut euch die Gespräche gerne an. Schaut euch das alles gerne an und bildet euch eine eigene Meinung. Das ist es, was ich will. Dass die Leute sich fundiert eine eigene Meinung bilden und nicht auf solche komischen Verurteilungen reinfallen, die irgendein Walkie trifft. Also nur weil ich irgendeinen jungen Moralapostel jetzt sehe, jemand sei dubios und man dürfe nicht mit dem reden, also, ja, dann ist das eine inhaltliche Bankrotterklärung. Agitator führt rechtsradikale Kontroversen, ohne im rechtsradikalen Team zu sein. Hugo war, ehe er zum Debate-Bro mutierte, 0815-Kuchenkind mit
Ich wäre jetzt auf Belege gespannt gewesen. Nur Behauptungen, wird nur postuliert. Also könnt ihr beide ja mal sagen, wo habe ich rechtsradikale Kontroversen das war ja jetzt ein allgemeiner Vorwurf, wo habe ich irgendwas Rechtsradikales gesagt? Ja, ich glaube, er meint halt, dass man mit zum Beispiel Selma, wo du halt nicht genug Gegenrede geleistet hast, denke ich mir das, oder das, ja, weiß ich nicht. Du hast doch noch gar nicht mit Selma geredet, also was willst du denn da Gegenrede leisten? Nein, wo jetzt zum Beispiel Erwin und Agitator geredet hatten über Selma und Erwin hat ihm da halt gezeigt, dies und das und, ich weiß ja nicht, was er meint, ich kann es ja nur mutmaßen. Also, ja, das stimmt. Ne, Ich bin ja auch der Meinung, ich meine, ich weiß, unser Marktplatz, du sagst, würdest ja sagen, du hast jetzt zum Beispiel nicht Bock, mit jedem Rechten zu reden, das ist auch verständlich, musst du ja auch nicht. Nö, aber generell würdest du mal ja... ich bin ja nicht naiv. Ich weiß ja, dass es denen nicht darum geht, also beziehungsweise das ist das, was ich glaube, dass es denen nicht darum geht, eine inhaltliche Diskussion zu führen, sondern eine strategische Diskussion. Und ich sehe mich nicht dazu in der Lage, zumindest mit dem jetzigen Stand, diese strategischen Punkte zu widerlegen, also quasi das langfristige Ziel von denen zu unterminieren in einem Gespräch. Natürlich könnte ich in ein Gespräch reingehen und über das ganze IQ-Thesen diskutieren. Aber was bringt das denn? Ich meine, ich habe ja gesehen, wie die darauf reagieren, wenn du zum Beispiel auf Twitter eine Studie postest und sagst, hier, das habe ich gefunden dazu. Die Antwort darauf lautet, die ist Vogue. Ja, gut, auf dem Niveau habe ich keinen Bock. Und immer wieder über Migration zu diskutieren, ich finde, das habt ihr beide schon mehr als ausreichend gemacht. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, wie gesagt, eine strategische Diskussion führen. Sorry, da bin ich nicht erfahren genug für. Nee, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Deswegen, also meine Position war ja nicht jeder... Sorry. Nein, alles gut. Sag ruhig. Also meine Argumentation war ja nicht, jeder muss mit den Rechten reden, sondern wir sollten solche Diskussionen nicht grundsätzlich ausschließen. Das sollte halt jeder individuell entscheiden. Genau. Und wenn wir mit ihnen reden, dann sollten wir inhaltlich debattieren und nicht nachzuweisen versuchen, was für böse Menschen sie sind. Du hast es gerade, also der Rassismus-Take, das ist wirklich das beste Beispiel. Da hast du ja dich eingelesen und inhaltlich gezeigt, warum das falsch ist. Das ist ja viel besser, als zu zeigen, dass das moralisch böse ist. Also das brauchen wir nicht machen. Die Mehrheit der Gesellschaft, also das ist vielleicht auch ein Vorteil der aktuellen kulturellen Hegemonie, die wir die wir hier gerade herrschend haben, dass sowas wie Rassismus von der Mehrheit der Gesellschaft komplett abgelehnt wird. Also ist ja jetzt nicht nur falsch, dass wir so eine linksliberale Hegemonie haben. Also das ist vielleicht was ganz Gutes und darauf kann man sich dann zurückziehen. Das sollte aber nicht unser einziges Argument sein, sondern wir sollten auch inhaltlich sagen, was an diesem Rassismus falsch ist. Denn wenn wir uns das ist halt das Problem bei den... Ich meine, das Moralische, also das muss man ja auch erstmal trainieren. Also ich sage mal, ich war ja selber vor nicht allzu langer Zeit nur so, das sind alles Kacknazis und weg mit denen. Damit kommst du aber nicht weit. Eben, ja. Außerdem stimmt das am Ende auch nicht für alle. Ja, ich meine, im Chat hängen da Leute rum, die Sachen schreiben, wo ich sage, okay, wer sowas schreibt, ist für mich ein Nazi. Ich meine, wer sagt, Warschau auch viele, die Lösung. Aber was bringt uns das? Das bringt uns nicht weiter. Das wird dann nur genommen und sagt, guck mal, wie die sich aufführen und schon haben sie wieder 100 Follower mehr. Aber es gibt dann auch viele da rein, die einfach naiv sind und es auch relativieren und alles runterspielen. Das haben wir ja oft, ne? Sind ja auch, zeigt da Proletopia auch oft, dass da Leute gibt, das meint ja gar nicht so, das ist ja alles so Spaß gemeint. Aber dann bei den Medien und so sofort aufspringt oder bei einem Moritz Neumeier sofort aufspringt, der meint das ernst. Aber sie selber meinen irgendwie nie alles ernst. Diesen Widerspruch sehe ich halt immer zum Beispiel. Es ist aber auch verdammt schwer, inhaltlich da so drauf zu gehen. Also wie gesagt, ich habe da sehr viel Zeit reingesteckt für ein Thema. Und wenn du das mit jedem Thema machst, das schaffst du als Einzelperson gar nicht. Ja. Aber das halte ich vom Niveau her auch für wesentlich besser, so vorzugehen, als halt sich hinzusetzen und zu sagen, ja, mit denen redet man nicht, das sind alles böse Menschen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist nicht zielführend. Ja, deswegen führe ich ja auch am liebsten Debatten über Themen, wo ich mich gut auskenne. Das sind ja auch die Themen, die mich am meisten interessieren. Aber ja, da müssen halt die Leute, die sich da gut auskennen, dann vielleicht von anderen... das ist jetzt der strategische Aspekt. Das ist jetzt nicht mehr der inhaltliche. Da müssen die gepusht werden. Da muss man vielleicht da auf Videos reagieren. Da muss man da zusammen... Also deswegen hatte ich dich ja eingeladen, als ich diese Eugenik-Takes gesehen habe. Und da habe ich wo ich wusste das damals noch gar nicht, dass du dich da so gut eingelesen hast. Auf jeden Fall habe ich dich ja angeschrieben. Und ich fand das dann... wir hatten dann ja den Tag über ein bisschen geschrieben. Ich fand das dann wirklich krass, wie viel du dich damit beschäftigt hattest. Ja, das ging los mit, ehrlicherweise ging das los mit, als du mit Proletopia gesprochen hattest darüber, wer gefährlicher ist und wer nicht. Fand ich ein sehr interessantes Gespräch und die Diskussion, finde ich, ist, glaube ich, auch nicht final abzuschließen.
Aber ich habe mir dann gedacht, ich versuche mal in dieses quasi das Black-White-IQ-Gap reinzugehen, was immer wieder kommt. Das habe ich ja, ich habe der Honigwabe selber lange Zeit gehört. Und das ist immer wieder ein Thema da. Da habe ich gesagt, jetzt reicht's, jetzt gucke ich mir das mal genauer an. Und ich habe gedacht, das wäre sowas wie selektive Wissenschaftsauswahl. Du kannst ja in der Sozialwissenschaften, weil es eben sehr schwer ist, eindeutige Experimente zu machen, Dinge auch immer in deinem Sinne auslegen oder halt, du suchst dir dann die Studien, die das widerspiegeln, was deinem Weltbild entspricht. Und dass das dabei rauskommt, wusste ich auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich beschäftige mich jetzt mal mit diesem einen Punkt und gucke mal, was wirklich die Ursache ist und bring das raus, einfach nur, um so ein bisschen Munition in eure Debatte reinzubringen, was da im Hintergrund für eine Ideologie stattfindet. Ja, und daraus ist halt relativ interessantes Material geworden. Aber es macht einen, es war auch anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Und zu diesem Eugenik-Ding, das ist ja auch eine Sache, die insbesondere beim Schattenmacher ja gerne mal erwähnt wird. Also da habe ich bisher, muss ich tatsächlich, irgendwann gehe ich da auch mal rein. Da gibt es auch ein Video von ihm. Das würde mich mal tatsächlich interessieren. Aber was ich da halt habe bisher, ist so ein Gedankengang. Eugenische Politik heißt ja erstmal, wenn ich jetzt die Moral daraus nehme, dass es darum geht zu entscheiden, welche Teile des Genpools möchten wir, dass die sich stärker verbreiten? Was sind dann in Anführungsstrichen die gesunden Teile oder was ist da der vorteilhafte Genpool, den wir, oder Teil des Genpools, den wir verstärken wollen? Das kann man ganz nüchtern betrachten und beispielsweise, sag ich mal, auf Erbkrankheiten übertragen und gucken, kriege ich die beispielsweise mit Medizin aus dem Genpool raus, Erbkrankheiten? Ja, und ich weiß nicht, ob keiner was dagegen. Aber, lass mich vielleicht noch so viel, sorry. Das Ding ist halt, das ist ein Machtinstrument und zwar ein ganz gewaltiges. Wir reden darüber, dass die Politik bestimmt, wer sich fortpflanzen darf und wer nicht. Und das ist Machtinstrument, das würde ich keinem Menschen auf der Welt in die Hand geben. Genauso wenig, wie ich einem Menschen das Machtinstrument der Todesstrafe geben würde. Wenn das in die falschen Hände gerät, dann werden politische Gegner einfach aussortiert. Und das passiert immer bei Machtinstrumenten. Ja, und war das nicht bei Schlomo und Schattenmacher? Oh, da habe ich doch neulich drauf reagiert. War das dein Video? Oder das von Agitator? Ich habe mir... Wo es auch um dieses Thema geht, wo es darum ging, dass Arme sich irgendwie... Dass das Reiche sich... wie war denn das? Fortpflanzen soll? Das These ist, Reiche und Arme pflanzen sich stärker fort als die Mittelschicht in Deutschland. Und eine Forderung war beispielsweise, dass nur die Leute sich fortpflanzen sollen, die halt keine Transferleistung erhalten. Das war tatsächlich im Talk genau, mit Agitator, wo wir darauf reagiert haben und wo wir dann geguckt haben. Wie viel Euro muss eine Familie mit zwei Kindern, quasi die Durchschnittsfamilie in Anführungsstrichen, verdienen, damit sie keine Transferleistung erhält? Und das ist schon so hoch, dass die Hälfte aller Familien sich nicht fortpflanzen dürften. Und du hattest es ja auch recht richtig erklärt, in einem Land mit progressivem Steuersystem, mit Sozialtransfers oder Sozialsystem, hast du immer Transferleistungen für einen größeren Teil der Bevölkerung. Ja, aber darum ging es mir gar nicht. Mir ging es eher um diesen Aspekt der Machtinstrumente. Und ich finde, da gehen zumindest rechte Zuschauer teils sehr naiv mit um, wenn ich dann so Chat-Nachrichten oder Twitter-Nachrichten lese, wie schnell dann Sachen gefordert werden, wie mit der Todesstrafe wäre das nicht so weit gekommen oder ja, das ist doch eine gute Sache. Ja, aber überlegt es euch doch mal, wenn die Woken solche Machtinstrumente in der Hand hätten, die ja quasi das Feindbild Nummer 1 sind zur Zeit von denen. Ja gut, ich mach mal weiter, wa? Ja, also das ist so... Technik. Ja. Nee, alles gut. Content und machte sich dadurch einen Namen, die ein oder andere Debatte politisch rasiert zu haben, teilweise mit Leuten, die doppelt so alt oder älter sind wie er. Doch auch er hat einen recht zügigen Wandel bezüglich seines Umfelds erfahren, was unter anderem dadurch begünstigt wurde, dass Humor bei ihm einschlägt wie eine Bombe. Hugo hängt mittlerweile regelmäßig in der Nazi-Bubble ab und lässt sich auf pseudolustig von Outlaw sein Weltbild vermitteln. Ja, also ich würde sagen, Kochen ist grundsätzlich die wichtigste und einzige Eigenschaft, die Frauen wirklich gut können müssen. Ja. Servieren auch. Richtig. Ja, servieren auch. Gut. Danke fürs Hinzufügen. Ich muss auch sagen, von Hugo halte ich aktuell auch nicht mehr wirklich so viel. Also was hat er denn gemacht? Nee, generell. Also da muss ich Jungmoralapostel hier zustimmen. Ah, weiß nicht, seine Art so. Ich mag's nicht. Gut, das ist eine persönliche Sache, ne? Ja, aber... Ja, also mich hat er... Also was gibt's auch nicht. Sag ruhig erstmal. So, was ich einen guten Punkt von Hugo fand, war in einer Debatte mit, in einem Gespräch mit dem, wie hieß er auch, Degeneration, wo er gesagt hatte, wo er halt das Höcke-Urteil angesprochen hatte, oder damals war das Urteil ja noch nicht raus, und er sagt, ja, Höcke nutzt dieses Alles-für-Deutschland-Geschichte,
vor Gericht so, dass er sagt, wenn ich verliere vor Gericht, dann ist der Rechtsstaat nicht mehr funktionsfähig oder nicht mehr korrekt, sag ich mal. Ich weiß nicht mehr, wie genau das Wort war. Und da hat Hugo darauf hingewiesen, dass man so gar nicht herangehen darf an einen Rechtsstaat, sondern das wäre am Ende einfach nur Versuch, den Rechtsstaat zu delegitimieren, wenn man sagt, wenn ich verliere, dann ist der Rechtsstaat kaputt, wenn ich gewinne, ist alles in Ordnung. Ja, wobei es auch einige Richter gibt, die politisch schon, okay, das war zu allen Zeiten so, das ist jetzt die Frage, wie weit das ein systemisches Problem ist. Hm. Aber ja. Ich meine, das wissen wir ja auch, wir sind ja auch nicht naiv, dass du hast ja vor Gericht ja nicht sowas wie, du hast ja immer eine gewisse Auslegungsmöglichkeit. Und deswegen haben wir auch viele Instanzen, durch die man auch durchgehen kann. Ja, und Instanzen, das ist ein sehr gutes Stichwort an der Stelle, das Bundesverfassungsgericht, das wird politisch besetzt. Das ist offiziell, also das sind ja die offiziellen Regeln, das wird vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt, jeweils hälftig. Also das ist, das hat... Die hat sich wieder in die Küche geschlichen und hat Snack als auch Nassfutter versucht zu plündern, die Betonung auch versucht. Also die Taten, die Spuren seiner Taten siehst du deutlich. Was ist jetzt passiert? Kurze Frage an Hugo an der Stelle. Checkst du eigentlich, was du da machst, wenn du Outlaw dazu bringst, seine Nazi-Gang in andere Streams reinzuraden? Ja, das mit der Nazi-Gang. Ich weiß, dass da bei Outlaw jetzt einige rum, aber dieses Contractual-Dingens, weiß ich nicht, bin ich nicht der Fan von. Wie zum Beispiel. Welche Nazi-Gang? Das wäre auch meine Frage. Es sind halt schon ein paar Leute da, die da auch. Von der Honig war, aber wie gesagt, dieses Kontaktschuld-Dingens ist halt jetzt auch nicht so. Und diesen Nazi-Gang, ja, weiß ich nicht. Nicht jeder, der rechts ist, ist gleich Nazi oder der bei Outlaw abhängt. Es gibt doch da eher so, die so, ja, mittig sind. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt so pauschal nicht sagen. Ne? Aber ja, was ich zu Hugo nochmal sagen wollte, da war ja gerade irgend so eine Stimme im Bild, wo ich weiß nicht, woher die kam, das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Nein, das war hier bei mir, das war eine Freundin, alles gut. Ach so. Ich dachte, da lief von jemandem vor euch im Bildschirm oder so. Aber, das wäre der Beleg. Zu Hugo, das ist natürlich ein völlig abstruser Angriff, ihm jetzt vorzuwerfen, er würde damit Nazis gemeinsame Sache zu machen, weil er mit Outlaw zu tun hat und Outlaw dann mit falschen Leuten, also es ist Kontaktschuld zweiten Grades. Also das ist nochmal zum Quadrat so bescheuert wie Kontaktschuld. Ich weiß, was er meint, aber ich finde es auch ein bisschen übertrieben. Also. Ist vielleicht klar, dass man der Lehrerin-Frau dadurch Kontakte in die rechtsradikale Szene andichten könnte, was für sie als Lehrerin gravierende Folgen hätte? Denkst du da überhaupt drüber nach? Und da kannst du noch so oft sagen, nein, die sind ja alle nur konservativ. Ich bin mir sicher, dass das Bildungsministerium eine ganz andere Meinung vertritt, wenn sie da die ganzen Talks mit Schlomo und Kasper und so weiter und diverse komische Aussagen, den Chat und was weiß ich nicht alles, wenn sie da mal ein Auge drauf werfen. Ich glaube nicht, dass du dann da noch vermittelt bekommst, dass die da alle nur konservativ sind, mal abgesehen davon, dass sie dich das gar nicht fragen würden. Raffst du das überhaupt oder machst du das mit Absicht? Weil entweder bist du ziemlich dumm oder du machst das mit Absicht. Was anderes ist ausgeschlossen. Und was sagst du eigentlich dazu, dass Outlaw sie erst nicht raiden wollte, weil sie eine grüne Strähne in den Haaren hat? Und was sagst du eigentlich dazu, dass Outlaw trotz mehrmaligem Nachfragen von der leeren Frau, was ihr denn so gemacht habt, immer nur mit einem Podcast geantwortet hat? Also da musst du schon sehr blind sein, um sowas nicht zu sehen. Oder du willst es nicht sehen. Was anderes kommt für mich nicht in Frage. Der Moralapostel hat mich neulich kernbehindert genannt. Dabei hat der kernbehindert gar nicht definiert. Ich bin Hugo. Am heftigsten ist mir die Veränderung aufgefallen bei Mana-Zwerg, die vor nicht einmal 3 Monaten noch komplett unpolitisch war, in ihren Streams auch immer beteuert hat, dass sie keinen politischen Content möchte und so weiter. Heute dient sie unbewusst als Instrumentarium der Rechtsradikalen, um die NPD sagbarer zu machen. Weil es erst kürzlich vorgefallen ist und auch irgendwo thematisch passt, werde ich jetzt noch ein paar Worte zu About a Fruit verlieren. Denn auch bei ihm fand ich mich neulich in einer mehr oder weniger alarmierenden Situation wieder. Vor ungefähr 2 Wochen. Alarmierend? Oh je! Das schauen wir uns gleich an. Siehst du, wie er woke wird? Zu Mana-Zwerg, auch NPD. Kein einziger Beleg. Einfach hier, wir haben jetzt 9 Minuten und keinen einzigen Beleg gesehen, bei keinem von uns. Es ist wirklich... Ich weiß, was er meint. Bei Mana-Zwerg gar nicht, was er meint. Sie hat auf Tim Pelner und Clownswelt reagiert. Das ist kein Verbrechen. Das darfst du machen. Ist auch kein Verbrechen, aber weiß ich nicht. Es macht dich selbst auch nicht rechts. Es sind viele Leute auch, die jetzt irgendwie da rechts sind, die... Ja, egal, komm. Ist mir scheißegal. Bin ich bei ihm. Sorry, wolltest du was sagen noch, unser sozialer Marktwirtschaft? Nee, dazu kann ich nichts sagen, weil... Also ich meine, ich bin ja jetzt quasi ein Zuschauer von diesem Video, der keine Ahnung hat, worum es da geht.
Warum wird da nicht einfach mal was eingeblendet? Ich finde es unmöglich, wenn du solche Sachen aufstellst und nicht wenigstens mal irgendwo einen Beleg reinblendest. Das mache ich ja auch nicht. Und die Mühe kann man sich machen. So schwer ist das nicht in Schnittprogrammen. Ja, das stimmt. Chat aufgetaucht und, wie soll ich sagen, habe ihn mehr oder weniger absichtlich in eine unangenehme Situation gebracht, um eine Positionierung von ihm zu erfahren in Bezug auf seinen Chat. Ich habe dort in seinem Stream wirklich auffällig viele zwielichtige Gestalten angetroffen und wollte ihm mal eine Runde auf den Zahn fühlen, was entgegen meiner Erwartungen völlig ausgeartet ist. Ich wollte ihn in eine Situation bringen, in der seine Haltung in Bezug auf NPD-Chatter, die bei ihm abhängen, deutlich wird und erfahren, ob ihm überhaupt bewusst ist, welche Färbung sein Chat mittlerweile angenommen hatte. Also ging ich erstmal konfrontativ rein, zeigte eine gewisse Kampfeslust und frontete ihn mit ein paar seiner eigenen Aussagen. Irgendwann kam es dann zu dem Punkt, an dem ich die Chatnachricht verfasst habe. Die Nachricht wurde schon beim ersten Mal gelöscht, entweder durch ihn oder einen seiner Mods. Auf den Inhalt wurde nicht weiter eingegangen. Ich lehnte mich weit aus dem Fenster, ließ es mehr oder weniger darauf ankommen und dachte mir Scheiß drauf und ballerte die Nachricht einfach nochmal in den Chat. Beim dritten Mal kam es dann zum ersten Timeout. Gefragt habe ich mich letztlich im Nachhinein, was der Grund für das erste Löschen war, denn die Begründung war, dass die Nachricht gelöscht wurde, da ich sie reingespammt hätte. Was stimmte tatsächlich? Aber am Ende habe ich mich doch gefragt, irgendwie, warum wurde die Nachricht denn dann beim ersten Mal gelöscht? Mich beschleicht so ein bisschen der Verdacht, dass es damit zusammenhängen könnte, dass der Gefragte eventuell eine Antwort vermeiden wollte. Bei dem ersten Timeout war mir dann auch direkt klar, okay, alles klar. Das wird auf eine Sperre hinauslaufen. Nachdem ich glaube, 6-mal nachgefragt und 2-mal getimeoutet wurde, kam es dann natürlich auch dazu. Doch trotz der Solidarität, die eine Handvoll Chatter mit mir zeigten und dann ebenfalls nachhakten, ging About the Fruit nicht weiter auf die Nachricht ein. Der eigentliche Banger kam aber dann danach. Denn anstatt sich einfach von der NPD zu distanzieren, wie jeder klar denkende und normale Mensch das machen würde, unterstellte er mir auf einmal irgendwelche herbeifantasierten psychischen Ausnahmezustände. Sagte, es würde mir ja nicht gut gehen, er hoffe, dass es mir bald wieder gut ginge, scheinbar. Muss ich mich denn jedes Mal von allen distanzieren, die irgendwie als extrem gelten? Ich meine, wenn ihr beide jetzt herkommt, sagst du immer, du bist, von mir aus rechtsextrem. Muss ich mich dann distanzieren, nur weil wer das sagt? Was soll das? Nee, eigentlich nicht. Und wenn mich wer 6-mal anschreibt oder 6-mal das gleiche in Chat haut und keiner darauf reagieren will, ja, das könnte ich auch einfach als Belästigung ansehen. Ich muss ja nicht jedem antworten. Also ich verstehe nicht, was bisher nach 11 Minuten nicht, was das Problem ist. Als unbeteiligter Zuschauer. Weiß ich nicht, vielleicht will er sich bei der Dekadent-Bubble wieder anbieten oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was sein Plan hier ist. Wie gesagt, vor einem halben Jahr hieß es noch, ja, hier sind alle willkommen, bla bla bla, dies und das. Er hat sich zwar immer von den Rechten, also den Rechtsradikalen, so wie Sturm und so, distanziert, ganz klare Sache. Ja, aber das darf jetzt so generell mit so konservativen Positionen hat er halt nicht so ein Problem. Aber jetzt tut er halt so, als ob alle bei Outlaw irgendwie rechtsradikal wären. Wie gesagt, ich bin auch nicht jetzt der, ich sag auch immer, ja, hey, Outlaw, ich sehe dich auch eher als mehr oder weniger rechts und ich werde nicht politisch mit dir jetzt nicht unbedingt irgendwie, aber das heißt ja nicht, dass man nicht mit ihm dem reden soll oder so. Ja, wie gesagt, generell bin ich der Meinung, man sollte mit jedem reden dürfen. Sollte wenn man sich das entscheiden. Eben. Und andere können daraus auch ihre Schlüsse ziehen. Wie gesagt, auch Fragen sind ja legitim, weil hier gerade die Frage gestellt wurde, natürlich sind Fragen legitim, aber wenn einer nach 3-mal Nachfragen nicht antwortet, dann haue ich das nicht 6-mal noch rein. Oder schreibt ihr persönlich an, ich weiß es nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn die Leute im Internet sich ein bisschen mehr benehmen würden wie im echten Leben, dann muss ich jetzt auch auf mich draufhauen, wenn ich mal sehe, was ich auf Twitter manchmal raushaue, dann ging es uns allen besser. Weil im echten Leben gehst du auf jemanden zu, guten Tag, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen und dann bleibst du höflich. Und gehst dann nicht um die Ecke und sagst, hier, pass mal auf, der da vorne, der ist ein ganz böser. Da sei ich gerade in einer schwierigen Verfassung und so weiter und so fort. Ich sei ja eh zu bekifft und soll immer schlafen gehen und dies, das. Übelst ekelhafte Aktion, wie ich finde. Ich verstehe, dass es dir vielleicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass es dir momentan irgendwie gerade nicht so gut geht oder so, oder dass du einfach gerade komplett bekifft oder ähnliches bist. Vielleicht nicht Herr deiner Sinne. Na, das will ich jetzt einfach mal unterstellen als Erklärung, weil du eigentlich nicht so, weil ich dich eigentlich so nicht kenne, eigentlich eher sympathisch mit dir Kontakt hatte. Aber ich weiß, also das rechtfertigt halt meiner Meinung nach nicht einfach so jegliche Respektlosigkeit halt einfach. So komplett respektlos einfach sein Ding durchziehen zu wollen, so. Ich sage, es ist mir gegenüber halt komplett respektlos, es ist aber halt auch der Moderation gegenüber halt maximal respektlos. Ja. Und das habe ich halt auch nicht verdient. Na, das ist mir gegenüber nicht fair. Der macht so, Pause. Wie es auch schon Wumskat gesagt hat, so ich bin auch. Ja, About the Fruit völlig recht. Also ich würde jemanden, der mich in die Nähe der NPD rückt oder sagt, da würden NPD-Leute in meinem Chat rumhängen und das dann mehrfach in aggressiver Art und Weise macht, den würde ich wegbannen. Niemandem Rechenschaft schuldig, so.
So, dass es wirkte insgesamt für mich alles ziemlich wirr, gerade so ein bisschen von Moralapostel. Und entsprechend auch halt diese Frage, die gelöscht wurde mehrmals, habe ich halt für mich persönlich auch eher als wirr eingestuft und keine Ahnung. Aber naja, ich habe es nicht zu Ende gelesen. Ja, ich auch nicht. Warum? Weil er letztlich zu feige war, seine zwei rechtsradikalen Stammviewer anzupissen. Er könnte die ja verschrecken. Übelst ekelhafte Aktion meiner Meinung nach, auch wenn es bei mir wahrscheinlich nicht mal abwegig ist, weil jeder weiß, dass ich irgendwie psychisch vorbelastet bin. Okay, keine Frage, kann man sich vielleicht denken. Das aber einfach herbei zu fantasieren, weil man einer Frage aus dem Weg gehen will, zeugt schon, ja, das muss man. Also sorry, dass ich hier jetzt so häufig sage, unterbrich mal, so dauert das natürlich Ewigkeiten. Er hat gerade einer im Chat schon wieder auf dieses Bekifftsein angegangen. Das ist völlig egal, das war ein blöder Spruch von About a Fruit. Dass er sich hier jetzt so daran aufhängt, ist überflüssig, das ist nicht der Punkt. Wenn du in den Chat von jemand anderem gehst und ihn in die Nähe von Rechtsradikalen rückst und auch für diese angeblich rechtsradikalen Stammviewer, da hätte ich gerne mal einen Beleg dafür, dass die rechtsradikal sind. Und zweitens, selbst wenn sie es sind, ist das ja nicht schlimm, dass die da im Chat sind. Also wie gesagt, meine Meinung ist, man sollte auch rechtsradikale argumentativ widerlegen. Andere Debatte, aber selbst dann ist es unfassbar respektlos, da aggressiv in den Chat zu spammen und den Streamer so in die Nähe von Rechtsradikalen zu rücken oder ihm zu unterstellen, er würde das unterstützen. Also sowas gehört sich einfach nicht. Und das ist der zentrale Punkt an dieser Stelle. Was ich auch nicht verstehe, ist, nehmen wir mal an, Frank Franz würde in einen Stream reinkommen, indem ich gerade über Kinderarmut in Deutschland aufkläre und inklusive Lösungsvorschläge aus linker Sicht. Sollte ich ihn dann rausschmeißen? Das ist doch Schwachsinn. Solange, also vielleicht wird er davon ja was mitnehmen. Und ich nehme bewusst ihn als Extrembeispiel, ne, um den Punkt klar zu machen. Solange nicht jemand anfängt, dann hier wirklich hartes Zeug in den Chat zu schreiben, gibt's und einfach ruhig zuguckt oder halt normal mit anderen Leuten spricht, ich weiß es nicht. Also Ich würde Leute nicht rausschmeißen, zumal ich halt den Chat alleine eh nicht lesen könnte als Streamer. Und ich sag mal so, ich sag zum Beispiel, ich handhab das so, also genau, ich habe das gestern die Tage auch schon mal gesagt im Stream, klar, also wenn Leute reinkommen und erstmal freundlich sind, kann jeder erstmal drin bleiben. Und wenn dann Leute kommen, so rechts, wirklich Rechte, die dann dummen Scheiß labern, klar, man muss wegen TOS und so aufpassen, aber ich denke mir, hey, die entlarven sich doch im Endeffekt selber. Die disqualifizieren sich doch selber, wenn sie Scheiße schreiben. Das sieht doch dann jeder, was das für ein Anführungszeichen Arschloch ist, die Person. was gibt es denn Besseres, wenn hier so eine Person reinkommt, wie letztens bei mir? Ah, hier, du bist ja Marcel S. aus Großbreitenbach oder so, keine Ahnung, aus Thüringen. So, Bro, ich weiß, dass du ein Rechter bist, so. Wenn du das machst, dann sieht das jeder, dann kann ich das screenshotten und dann zeige ich das hier, guckt mal her, wie die Rechten genau dasselbe tun für die Linken, so, zum Beispiel. Ja? Weil ihr nicht besser teilweise seid, einige. So, dann ist das, ne, die entlarven sich ja selber teilweise. Wenn es natürlich dann zu übertrieben ist, dann auch sperren, aber hey, solange sich jeder benimmt, ist mir erstmal egal. Du kannst es zumindest auch nicht ableiten, also es sei denn, jemand schreibt Dinge, die halt nicht gehen, die deinen Kanal in Verruf gehen, die deine Zuschauer belästigen, solche Sachen halt. Und ne, also, ja. Da finde ich halt dann eine Timeout und später Sperre, je nachdem, was geschrieben wurde, auch durchaus angemessen. Aber doch nicht nur, weil einer, weiß nicht, Stammzuschauer bei, weiß ich, bei der Honigwabe oder so ist. Was weiß ich denn? Ja. Ich meine, ich kenne es ja von mir. Ich war ja früher auch bei der Honigwabe zum Beispiel. Aber hab mich ja trotzdem schon eher als links gesehen, war halt auch bei linken Leuten teilweise, so einem Erwin oder so. Also ich kann nur sagen, ich darf zum Beispiel bei Neiter nicht reingehen und dann irgendwas schreiben und ich habe letztens mal gesagt, bin gerade da ist ein bisschen Provokation da dabei, ich bin gerade vom Proletopia rübergekommen und wollte euch auch mal zuhören. Zack, bang, Timeout. Sowas finde ich scheiße. Karim, danke für dein Abonnement. Bitte? Hier kam gerade die Frage, würdest du Martin Zeller bannen? Ich weiß nicht, wen du meinst. Also wenn ich Streamer wäre und gerade beispielsweise, wie gesagt, ich nehme das Beispiel mit der Kinderarmut und kläre über Kinderarmut in Deutschland auf und wie man die beseitigen könnte. Ich würde nicht einen Account bannen, der einfach nur Martin Zeller heißt. Weiß man ja eh nicht, ob der dahinter steht. Solange der sich halt nicht entsprechend äußert. Also solange der es nicht so macht wie eine Sturmhaube zum Beispiel, der hier reinkommt und ständig seine Scheiße postet und uns irgendwann übertreibt, dann ja. Aber wenn er einfach nur hier Martin Sellner ist und einfach nur hier zuschaut, nicht. Also ich wollte nur ganz kurz sagen, Karim, vielen Dank für dein Abonnement. Hat Sinngeber ein Abo geschenkt. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Dankeschön. Ich habe zum Beispiel mal, Frank Franz hatte mal die Frage gestellt, ob Leute ohne Sozialsysteme
verantwortungsbewusst genug wären, sich privat abzusichern. Und da habe ich ihm halt Marktversagen bei Berufsunfähigkeitsversicherung erklärt. Ob er es gelesen hat, wage ich zu bezweifeln, dazu bin ich nicht wichtig genug. Aber nur weil ich jetzt, sage ich mal, bei Twitter unter ihm was drunter geschrieben habe, was fachlich korrekt ist, heißt das ja nicht, dass ich ihm irgendwo, dass ich jetzt irgendwie Kontaktschuld oder sonst was habe. Mhm. Das muss man erstmal bringen, Digga. Ich glaube letztlich, dass About a Fruit einerseits damit ablenken wollte, andererseits meine Glaubwürdigkeit untergraben wollte, um gar nicht erst auf die Frage antworten zu müssen. Wo ich mich frage, warum will man auf so eine Frage nicht antworten? Ist es so schwer für dich, dich von der NPD zu distanzieren? Hast du ja bis heute nicht gemacht. Ich muss sagen, da hätte ich About a Fruit tatsächlich ein bisschen anders eingeschätzt und habe mich letztlich auch gefragt, wie er denn jetzt eigentlich dazu kommt. Wer hängt da eigentlich so im Chat ab? Ach echt, Outlaw? Oh, das ist ja auch cool. Ihr habt da zu dritt drauf reagiert. Oh, Outlaw. Paranoide würden jetzt vermuten, dass Outlaw... Aber ich weiß, das verstehe ich nicht. So bis vor kurzem hat er ja auch Outlaw und Co. in seinem Chat geduldet und irgendwelche Rechten. Und jetzt fängt er auf einmal an, da rumzuwirbeln und du darfst nicht mehr hier sein. Und alle anderen sollen jetzt auch gefälligst alle Rechten raus. Und das verstehe ich halt nicht, weißt du? Outlaw hat er am Anfang geframed. Auf jeden Fall. Outlaw hat er am Anfang geframed und bisher keinen Beleg geliefert dafür, was er angeblich so Schlimmes gemacht haben soll. Deswegen, wie gesagt, ich verstehe es ja ich verstehe es nicht, weil, wie gesagt, man muss sich ja nicht gleich irgendwie mit einem politisch einer Meinung sein. Du kannst ja trotzdem, Outlaw kann ja trotzdem da rumhängen und seine Meinung sagen. Solange er nicht irgendwie was Schlimmes, ganz Böses macht, so, weißt du, und ein Outlaw, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht, das ist halt so eine Sache, ne? Geht halt jeder anders mit um, mit dieser, keine Ahnung. Es ist generell so ein Thema. Kontaktschuld-Ding ist halt. Ich habe meine Position so. Ich habe meine Position. Bei manchen bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber muss ich auch nicht. Warum? So, eine Meinung kann sich auch ändern, aber Leute jetzt einfach nur gleich direkt zu verurteilen, weil da irgendwelche Leute sind, die wiederum mit irgendwelchen Leuten rumhängen. Ich finde es schwierig. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sorry, jetzt habe ich ein bisschen viel geredet. Aber ich weiß ja nicht, wie unsere soziale Marktwirtschaft das also hat man ja eben halte schon. Ich von Kontaktschuld überhaupt nichts. Wenn es danach ging, wäre ich mit meinem 7. Video, das war das, wo ich was zu Proletopias Demonetarisierung gesagt habe, wäre ich ja sowieso schon komplett undurch für alle. Da habe ich unter anderem Namen erwähnt, die ja sowieso non grata sind. Oder halt, wie gesagt, ich habe auch mal der Honigwabe regelmäßig zugeschaut, ne? Einfach weil es mich interessiert hat, was die so erzählen. Und ich gucke auch heute noch auf Twitter-Accounts von Leuten, bei denen ich nicht politisch mit übereinstimme. Aber andererseits, du kannst ja nicht über politische Themen reden, wenn du nicht weißt, was andere darüber sagen. Also zumindest meiner Meinung nach kannst du da nicht genauso gut drüber reden, wie als wenn du dir alle Sachen anhörst. Und beispielsweise vielleicht so viel. Ich fand zum Beispiel das Gespräch von Kubitschek mit Schattenmacher und Schlomo über politische Strategie sehr interessant. Weil das lernst du, also politische Strategie lernst du so in der Form selten in YouTube-Videos. Lohnt sich darauf, das zu gucken, ja. Also ich habe das, ich glaube, Agitator, du hast ja auch erwähnt. Mit den Agitator-Reaction, die würde ich jetzt empfehlen dazu. Okay. Die habe ich auch gesehen. Wie gesagt, also den Teil, wo es um Kubitschek und Co. ging. Ich bin ganz fern von deren politischen Einstellungen, aber wie gesagt, du kannst ja trotzdem was daraus lernen und es wäre dumm, Dinge nicht zu lernen. Ja. Er redet schon so offen über politische Strategie und hat in einigen Teilen damit auch recht. Ja, vor allem sie lassen sich da ja von Leuten wie Gramsci inspirieren. Also es ist ja nicht so, dass die nur Dinge aus stramm rechtsradikaler Literatur entnehmen, sondern sie schauen so, was gab es historisch für Strategien, was können wir da für unsere Sache adaptieren. Ihre Sache ist natürlich eine andere als unsere, aber dann können wir wiederum bei denen schauen, okay, was machen die? Gibt es da vielleicht Strategien, die wir in anderer Form für uns anwenden können? Beziehungsweise sind die Sachen, die sie strategisch über Gegner sagen, die auch unsere Gegner sind, sind die vielleicht richtig? Wenn sie feststellen, dass der Verfassungsschutz beispielsweise keine neutrale Institution ist, die irgendwie nach rechtsstaatlichen Maßstäben agiert, sondern dass das halt ein politisches Instrument des Innenministeriums ist, dann haben die halt hundertprozentig recht damit. Da gibt es dann keine Zwischenposition im Sinne von, die sagen zwar was Richtiges, das sind böse Rechte. Nein, sie haben erstmal recht, unabhängig davon, wie ihre politische Einstellung ist. Wenn das irgendein Kommunist sagen würde, würde ich dem genauso zustimmen. Ah, und jetzt bin ich gerade raus. Zum Beispiel, also der Erfolg im Social-Media-Bereich gibt ihnen auch recht. Guck dir einfach die Aufrufe und die Reichweite von AfD-Vorfeld-Accounts an. Da können sich alle anderen Parteien
sofern die überhaupt ein Vorfeld auf Social Media haben, mal eine Scheibe von abschneiden. Also das vermisse ich beim BSW beispielsweise auch ganz gewaltig, dass da irgendeine Art von Vorfeldarbeit gemacht wird, abseits von denen, was halt insbesondere du oder Marlon zum Beispiel machen. Nachdenkseiten. Mit denen sind die auch gut vernetzt. Also da sind, das ist gut, ja. Das ist das Einzige, was es gibt, aber das ist also das einzige Große, was es gibt, wo auch BSW-Politiker regelmäßig zu Gast sind, aber das musst du schon sagen, da gibt es etwas, aber da muss definitiv viel mehr kommen. Ja gut, die BSW existiert ja auch jetzt noch nicht so lange, aber ich denke, das Vorfeld oder zumindest Social Media Präsenz wird in Zukunft entscheidend sein. Ja, definitiv. Eventuell schon die Nachtigall hört und genau weiß, was man ihm in Bälde vorwerfen wird und deshalb einfach schon mal versucht, so ein bisschen die Glaubwürdigkeit derjenigen zu untergraben, die ihm gewisse Sachen vorwerfen könnten. Fazit zu About a Fruit. Bro, wenn du dich nicht von der NPD abgrenzen willst, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das deine Sache. Aber da musst du dir halt auch Memes wie diese hier gefallen lassen. Wir priesen unseren Führer mit einem Sieg! Ich war gerade nicht Raumjob anzunehmen. Ach, Erwin kommt auch, sehr schön. Wolltest du was sagen? Nee, das war doch eine Goebbels-Rede oder sowas. Ich muss sagen, mich hat es zum Lachen gebracht, auch wenn das ziemlich unverschämt war. Ja. Sehr schön. Oh, die verstehen sich gar nicht. Guck mal, der rote Balken. Hey, mal. Die Streamerin, die wir hier gerade gesehen haben, heißt Mana Zwerg und ist erst seit ein paar Monaten auf Twitch. Sie wurde Anfang des Jahres relativ ins kalte Wasser geworfen, wollte eigentlich nur so ein bisschen Gaming, ein bisschen Reaction, diesen bisschen lockeren Content machen, sah sich dann aber plötzlich, dadurch, dass sie irgendwie im SIF gelandet ist, mit Akteuren wie Seth Van Doom und diesen ganzen anderen Leuten auch aus der rechtsradikalen Szene konfrontiert. Ich bin dann irgendwann Mod bei ihr geworden und sie... Dieser Begriff SIF... Ist der irgendetwas Offizielles? Weil ich habe den mal in einer Einteilung gefunden, wie man, welche Bubbles es angeblich im Social-Media-Bereich gibt. Also es war ein etwas offizielleres Dokument, aber ich weiß auch nicht mehr genau, was das war. Das Witzige ist ja, dass er sich ja selber zur SIF-Bubble gezählt hat teilweise. Und ja, yeah, SIF, SIF hier und da. Das ist ja, nichts Politikwissenschaftliches. Also das wird jemand, der sich irgendwie halbwegs ernst nehmen wird, als Begriff verwenden. SIF heißt Schmutz. Also das ist, ja. Ich kenne das sonst ja nur als aus dem Ort von Neitern und Co. Für uns hier. Ich zähle mich jetzt einfach mal dazu. Ich denke mal, nach Neiterns Einstufung bin ich sowieso voller Kontakt. Schwör zu euch allen. Also wenn ihr da jetzt, wie gesagt, müsste ich das offizielle Ding, was du da gefunden hast, sehen. Also wenn das jetzt keine Einteilung... Das war so halboffiziell irgendwas in der Art... Weißt du, wenn ich es durch Zufall in meinen Quellen wiederfinde auf der Festplatte, dann schicke ich dir das mal. Aber ich glaube, das war nicht so interessant am Ende. Also so richtig Politikwissenschaft war das definitiv nicht. Ja, es gibt ja solche Politikwissenschaftler, die Propagandapapiere verfassen und sich bezahlen lassen und dann auch unter dem Deckmantel der fetten Anführungszeichen Wissenschaft auch solche Begriffe verwenden, die eindeutig Agitation sind, aber dann immer noch sagen, ja, das, was ich hier mache, entspricht wissenschaftlichen Standards. Also solche Leute wie Markus Linden, das ist ja öffentlich bekannt. Ja. Sorry, ich habe gerade was gesucht, ich suche nachher weiter. Mach jetzt erstmal weiter, ja. Auch bei mir. Ich habe allerdings damals schon gemerkt, dass Outlaw ganz schön krass an ihr rumgebaggert hat, weshalb ich dachte, sage ich erstmal nicht zu, aber ich habe mal lieber ein Auge drauf. Anfang April, nach der Purge-Aktion, kam Anna dann auf mich zu. Ich höre immer nur. Und seine Marktwirtschaft. Baggern, ach egal. Du und wollte mit mir über Outlaw und die ganzen anderen sprechen. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen. Ich habe ihr recht deutlich gesagt, was ich von dem ganzen Scheiß halte, von den ganzen Leuten. Ich habe ihr gesagt, dass Outlaw, Kaspar, Schlomo und die ganzen, dass das Nazis sind, dass das Leute sind, die einen manipulieren wollen, um in ihre eigene Schmutzbubble zu ziehen. Das habe ich mehr oder weniger so gesagt. Ungefähr einen Monat später, als die ganzen Allianzen, die sich dort auftaten, immer paradoxer wurden, habe ich dann beschlossen, Mana auch zu entfernen, sie bei mir zu entmodden und ich mich bei ihr. Das habe ich ihr dann auch so mitgeteilt bei WhatsApp, damit war für mich die Sache eigentlich erstmal erledigt. Ich hatte leichte Bedenken danach, zweifelte so ein bisschen kurzzeitig, ob das nicht alles übertrieben gewesen wäre und so weiter, beließ es aber letztlich bei der Entscheidung. Tja, Leute. Und dann kam der Wahl-O-Mat. So. Die Basis, die... Hey, die Basis, was? Das geht doch voll. Warte mal, die Basis? Lass zwei Fragen. Ja, oh Gott. Warum? Was ist denn menschliche Welt? Was ist denn menschliche Welt? Das habe ich ja noch nie gehört. Heimat war früher NPD. Ja, ich weiß. Was kann ich dafür, dass ich mit dir... Also kann ich doch nichts für. Hallo? Also, was juckt mich, dass das da steht? Was habe ich mit der NPD zu der Heimat zu tun? Was haben wir hier? Okay. AfD, BSW. Hey. Ja, komm, wir sind in Ordnung. Hm?
Wollt ihr irgendwas sagen? BSW und Basis ganz weit vorne. Die Basis, die ist, ich weiß nicht, ob ich das richtig mitbekommen habe, so eine linksliberal einzuordnende Partei. Korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte. Aber BSW und warum sind hier BSW, Basis, Heimat und AfD so nah beieinander? Nun, ganz einfach, das sind EU-Wahlen und alle Parteien, die EU-skeptische Antworten rausgegeben haben, sind relativ weit oben. Also es gibt auch manche Leute, die haben dann die Heimat und die MLPD ganz oben. Das geht da tatsächlich auch, weil das ein EU-Wahlomat ist. Das sagt relativ wenig über eure politische Einstellung allgemein aus, sondern nur viel dazu, wie ihr die aktuelle EU findet. Und wenn ihr EU-skeptisch seid, dann habt ihr solche Parteien wie BSW, wie Basis, wie Heimat, wie AfD, wie MLPD, wie DKP oben. Das ist völlig normal. Das sagt nichts über eure politische Einstellung aus. Wirklich rein gar nichts. Es sagt nur etwas über eure Einstellung zur aktuellen EU aus. Ihr könnt in der Mitte sein, ihr könnt linksradikal sein, ihr könnt rechtsradikal sein. Das lässt sich daraus nicht ermitteln. Ja, und jetzt ein Wahl-O-Mat irgendwie als Beleg dafür rauszuholen, finde ich auch. Ist jetzt kein. Guck mal, bei mir war auch Basis und dann war irgendwie die SGP, was war sozialistische Partei? Bin ich Sozialist oder wie? Und dann irgendwelche kommunistischen Parteien, BSW auf Platz 4 oder so. Ja, dann, wenn es danach ginge, dann wäre ich Sozialist. Sella, genau das meine ich. Diese Parteien, die EU skeptisch sind, die sind bei Leuten, die aktuelle EU skeptisch sehen, halt ganz weit oben und die sind alle sehr nah beieinander, weil. Ja, du kannst da ja nicht, ich kritisiere das aus linker Sicht oder ich kritisiere das aus völkischer Sicht ankreuzen, sondern du kannst nur Ja, Nein, Enthaltung ankreuzen. Na? Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass ich mich dadurch ein bisschen bestätigt sah. Gleichzeitig stellte ich aber auch fest, dass die Rechtsradikalen die Bubble viel tiefer infiltriert hatten, als ich zunächst angenommen hatte. Besonders ungünstig ist es übrigens, wenn in dieser Situation Linke hingehen und das auch noch beklatschen, lustig finden oder in irgendeiner Art und Weise bestärken. Meiner Meinung nach gibt es nämlich eine ganz klar gute und eine ganz klar schlechte Art und Weise, wie man damit umgehen kann. Lasst mich anhand von Quasselquocker darstellen, wie man damit gut und wie man damit schlecht umgehen kann. Achtung! Dies ist ein schlechter Umgang damit. Ey Mann, du hast 9 Millionen Prozent bei der NPD im Wahl-O-Maten? Ja. Bubbelkurva! So ist ein guter Umgang damit. Ey Mann, du hast 9 Millionen Prozent bei der NPD im Wahl-O-Maten? Ja. Kurva! Whatever. Ich habe auch mittlerweile. Ich weiß nicht, wenn ich das sehe, denke ich mir gerade, ich bin zu alt dafür. Ja. Ich finde das Meme, das kann er ganz gut auch. Wie gesagt, das bei About of, ich finde Memes fast nie lustig und hier finde ich das relativ unterhaltsam, was er macht, aber. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es einfach nicht, was er da macht. Aber den Eindruck gewonnen, dass. Wir sind jetzt alle im Grunde rechts, oder wie? Ja, also das ja sowieso. Ich meinte jetzt nicht, dass ich dem inhaltlich zustimme. Ich meinte die Memes ganz unterhaltsam. Nein, aber jetzt mal, also habe ich das jetzt richtig verstanden? Quasselquocker ist jetzt auch rechts, oder wie? Nee, Quasselquocker hat richtig reagiert, seiner Meinung nach. Ach, er hat richtig reagiert, okay. Egal. Mana, ein bisschen butthurt ist von der ganzen Sache, muss ich ehrlicherweise sagen. Es geht nur noch um die bösen, woken Sprachpolizisten, die ja die armen, armen Rechtsradikalen unterdrücken, und zwar in der Form, dass sie ihre Nazi-Scheiße nicht äußern dürfen. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, Mana, sei nicht sauer auf mich, sei sauer auf die Leute, die deinen Kanal zu einem NPD-Safe-Space gemacht haben. Dann sah ich außerdem diesen Tweet hier, der mich ein bisschen verwundert hat, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wer Mana noch irgendwie gekickt hat, aber da muss ich mich tatsächlich fragen, Mana, du hast doch eine recht ausführliche WhatsApp-Nachricht von mir bekommen zu der ganzen Sache. Da habe ich dir erklärt, also da hast du auch drauf geantwortet, da habe ich dir erklärt, warum das, was jetzt passiert, passiert. Also wie kommst du jetzt darauf zu behaupten, dass irgendwie niemand dir irgendwas gesagt hätte oder auf dich zugekommen wäre oder sonst was? Das ist ja schlicht und ergreifend gelogen. Es muss ehrlich gesagt sogar ein bisschen absehbar für dich gewesen sein, denn wir hatten ja einen Monat vorher dieses Gespräch darüber. Also da kann ich dein Unverständnis beim besten Willen nicht nachvollziehen. Aber wie auch immer, du. Wenn du dich für die Remigration deiner Eltern einsetzen willst, dann, dann mach das. Ich muss ganz ehrlich sagen, wer als Muslima mit Migrationshintergrund die NPD abfeiert und denkt, damit würde man die Meinungsfreiheit... Naja, abgefeiert hat sie die NPD ja nicht. Das ist ja jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, ne? Also, sie hat doch sogar gesagt, was habe ich mit der Drecks-NPD zu tun? Also, egal welche Differenz ich jetzt mit Mana-Zwerg habe... Den Punkt, mit dem das Rechtsradikale rumhängen, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Also ja, das beobachte ich auch bei Twitter zumindest, dass die ganze Stolzis, wenn die auf Sella gehen zum Beispiel, da freuen sich die ganzen Stolzis.
Die werden dann von Mana beklatscht. Oder wenn Mana was zu Mannheim sagt oder dies und das, ja, da kommen die ganzen Rechten. Natürlich kommen sie dann. Logisch. Dass sie dann aber deswegen jetzt Kontaktschuld und sagen, ja, sie ist selber rechts, das halte ich dann wiederum für schwierig. Das, in Sinans Woche wird ja auch teilweise von Rechten bequatscht. Und der ist ja auch nicht rechts. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Also nur weil man in einem Punkt mit Rechten einer Meinung ist. Natürlich ist Mana wie gesagt, auch nicht das, rechts. Also, ja. Aber auch, bei mir ist gerade der Stream abgeschmiert. Ich bin noch online, du kannst ruhig weiterreden. Okay. Du kommst bestimmt gleich wieder bei dir auch ja, online. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich nehme ja auch auf für YouTube. Ja, gleich wieder da. Genau, nee, also wie gesagt, ich sehe das auch kritisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir, es muss jeder selber für sich wissen. So. Ich bin hier nicht der Erzieher und ich bin auch niemand, der da... Ich sag auch, ja, hey, da hängen jetzt die Stolzes bei dir rum, die freuen sich, ja, aber... ich muss jeder für sich selber wissen, was soll ich sagen? So. Ja? Was ich davon halte, ist ja erstmal jetzt egal. Aber deswegen einen irgendwie jetzt gleich vom Server zu kriegen, weiß ich nicht. Ich würde schon unterscheiden, jetzt da zu versuchen noch. Wenn sie jetzt irgendwas richtig Krasses gesagt hätte, so, dann hätte ich es verstanden. Aber bisher bedient sie halt nur rechte Narrative, sag ich mal. Aber. Was vielleicht auch aus Unwissenheit. Ja, das würde ich ihr jetzt gar nicht unterstellen. Sie hat einfach nicht, auf vielleicht nicht absichtlich. Weiß ich nicht. Ja, was heißt rechte Narrative? Also das ist sowieso eine absurde Unterstellung. Also, dass man gegen radikalen Islamismus vorgehen muss, ist das ein rechtes Narrativ beispielsweise? Nein, aber es wird von Rechten halt ausgenutzt. Ja, deswegen ist es ja kein rechtes Narrativ. Das ist ja was das BSW auch sagt, beispielsweise. Du weißt, was ich damit meine, dass sie halt ich finde Punkte, so die halt Rechte auch, Punkte, die halt Rechte auch ansprechen, die hier zum Beispiel am BSW, deswegen wird der BSW auch zum Beispiel als rechts geframed, weil sie halt dieselben mit der AfD da einer Meinung ist. Ja, deswegen, deswegen würde ich mit diesem rechte Narrative gar nicht erst anfangen. Also du hast deskriptive und du hast normative Aussagen und ja, wem die politisch nützen, das kannst du dann vielleicht erst auf der dritten Ebene bewerten und da kannst du auch nicht mit Leuten drüber reden, die sich keinem politischen Lager zuordnen. Hm. Die das sehen Problem das nämlich als aber, Angriff, wenn du die da AfD einordnest. Nutzt. Ja, Leute, die sich keinem politischen Lager zuordnen, die explizit sagen, dass sie da niemandem helfen oder schaden wollen, die sehen es als Angriff, wenn du sie irgendeinem Lager zuordnest, mit dem sie auch nichts zu tun haben wollen. Und das verstehe ich auch. Deswegen solltest du mit so einem Angriff auch gar nicht kommen. Ja, guck mal weiter. Oder die Demokratie bewahren. Also Entschuldigung, der leiht auch Boris Becker 50 Euro. Mich würde ja auch mal ungelogen interessieren, wie sie erklärt, was sie auf Twitch so macht, wenn sie danach gefragt wird. Wie erklärt man seinem Umfeld, seinen Freunden, seiner Familie und so weiter, in welcher Bubble man da abhängt, mit welchen Leuten und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auch nur beiläufig erwähnt, welche Art von Menschen mittlerweile den größten Teil ihrer Community ausmachen. Ich meine, wie sollte man Schlomo auch beschreiben, wenn man dich danach fragen würde? Wie würdest du den beschreiben? Mit welchem Video? Mit dem hier? Zum Beispiel habe ich arabische Originalkorane in die Luft gesprengt, Speck darauf gebraten, ich habe Schweineblut drauf gegossen, ich habe darauf gepisst und so weiter und so fort. Das alles in cineastischen Videos bearbeitet und wurde tausendfach geklickt oder hunderttausendfach sogar. Und insofern gäbe es natürlich ein gewisses Risiko, wenn ich mit Gesicht offen auftreten würde. Oder mit diesem? Entweder muss ich abgeschottet werden von dem Islam oder der Islam muss an sich ausgelöscht werden. Es wäre notwendig, in so ziemlich jedes islamische Land einzumarschieren, militärisch, eine Militärdiktatur, eine säkulare... Der ehemals linksliberale Scholo, Islam muss ausgelöscht werden, genau. Ja, ich würde sagen, er ist von... Da kann ich nicht mehr verteidigen, sowas, sorry. Da kann nee, ich nicht natürlich mehr sagen, nicht. Also, das meine ich halt. Ja, ich würde bei Schlomo sagen, er ist von wirklich fanatischer Islamfeindlichkeit zu Ethnopluralismus gewechselt. Ich will jetzt gar nicht bewerten, was ich radikaler, weniger radikal finde. Also letzteres wird etwas, also von ihm zumindest so argumentiert, dass man ihm noch rational darüber reden kann. Aber diese fanatische Islamfeindlichkeit, die er da früher an den Tag gelegt hat, also da, ja, weiß ich nicht, wie man dadurch vernünftige Argumente hätte rankommen wollen. Aber die hat er ja heute so in der Form gar nicht mehr. Also andere Dinge, die man jetzt kritisieren kann. Mhm. Diktatur für einige Generationen dort zu halten, bis die Leute halt wirklich unsere Weltsicht annehmen. Das wäre notwendig.
Welches Video nimmst du da? Wie erklärt man sowas? Also, das würde mich ja mal interessieren. Mana hat dann irgendwann nochmal bei Imp im Chat betont, dass sie auf Platz 1 die Basis gehabt hätte und die Heimat nur auf Platz 2, die vorher... Wobei die Basis, also zumindest laut Wikipedia, auch eine rechte Partei sein soll. Wikipedia ist ein da haben antideutsche Netzwerke diesen Artikel geschrieben. Das hat Markus Fiedler vor kurzem aufgezeigt. Also, das ist jetzt etwas durcheinander, wie ich das hier erzähle, aber in der Wikipedia, da gibt es intern Netzwerke, die schreiben sich dann privat über E-Mail, über Discord, weiß man halt nicht, wie die dann privat kommunizieren, aber die sprechen sich ab, was soll da stehen und was soll da nicht stehen. Und da gibt es bestimmte Moderatoren und die schmeißen jeden raus, der da was Falsches reinschreibt. Und die sind extrem stark pro Ökolinks beispielsweise und extrem stark Anti-Basis. Das sind jetzt beides kleine Parteien, aber daran sieht man das relativ gut. Die Basis, die wird eher diesem Querdenker-Dings zugeordnet aus Corona. Und Ökolinks, das ist Jutta Ditfurth und die Anti-Deutschen. Und Ökolinks kommt da extremst gut weg und die Basis extremst schlecht. Und das sind immer die gleichen Leute, die diese Artikel in eine ganz bestimmte Richtung manipulieren. Wie gesagt, das hat Markus Fiedler in mehreren Vorträgen schon aufgezeigt. Und wie gesagt, da sieht man wirklich, welche Leute da positive bzw. negative Sachen reinschreiben. Sieht man, welche Leute dann da durchgelassen werden und was nicht durchgelassen wird, wenn das mal wer anders reinschreiben will. Also das ist politisch gefärbt. Wikipedia ist eine gute Quelle, wenn du die Fallbeschleunigung googeln willst, aber nicht, wenn du die Bewertung politischer Parteien in Deutschland googeln willst. Die NPD war. Ja, ich habe da auch manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen, Wikipedia bei politischen Sachen als Quelle ranzuziehen, weil oft dann halt auch genau, weil Rechte dann kommen und sagen, ah, ist ja alles unterwandert von Linken. Und dann habe ich halt das Problem, ja gut. Nicht von Linken. Aber die andere Frage, du weißt, was ich meine. Die Frage Skeptiker ist dann halt, was soll ich sonst zitieren? Skeptiker und Antideutsche, das sind die zwei, das sind die zwei Netzwerke. Was sollst du sonst, also Politik ist immer umstritten. Wirst du nie eine 100% objektive Quelle haben. Wie gesagt, das kannst du in der Naturwissenschaft haben, aber in der Politik, da gibt es sowas nicht. Politische Begriffe haben immer einen polemischen Charakter, sind immer umkämpft. Anders geht es gar nicht, sonst würdest du dich nicht in der Politik aufhalten. Das macht es auch so unglaublich schwer, so Themen zu recherchieren. Also ich habe ja nicht umsonst über 100 Stunden recherchiert. Einfach weil du halt nie sicher gehen kannst, ob eine Quelle jetzt einfach nur gefärbt ist oder nicht. Und dann versuche ich halt, gerade wenn es um so soziologische Themen geht, sozialwissenschaftliche Themen, einfach aus verschiedensten Quellen reinzugucken, ob die übereinstimmen. Oder ob das da in 5 Quellen 5 verschiedene Varianten gibt. Ne? Also unsere Marktwirtschaft, das Krati-Ding schaffen wir wahrscheinlich halt nicht mehr. Nö, aber ist doch egal. Schade. Das gehört doch schon mittlerweile auch zum guten Ton. Ja. Die Basis, muss ich mal mehr informieren, interessant. Ich hoffe, du hast das mittlerweile getan und festgestellt, dass das ein absoluter L-Take war. Hat sie safe nicht. Sollte genauso akzeptiert werden, so wie ich auch alles andere so akzeptiere. So, ich finde, man sollte halt auf den Menschen gucken. Wie ist der Mensch? Wie verhält er sich? Was sind seine Werte? Was sind seine Ansichten generell? Und nicht jemanden bewerten nach dem, was er sich anguckt, was er wählt oder sonst irgendwas. Das ist halt meine Meinung. Tja, und so einfach ist es nun mal nicht. Leider, leider tatsächlich an der Stelle. Denn es ist ja letztlich so. Wenn du nach außen signalisierst, dass diese Leute, irgendwelche Nazis, NPD, AfD, was auch immer, bei dir in der Community willkommen sind, tja, dann kommen diese Leute auch. Und diese Leute fangen dann an, über die Zeit deine Community zu bilden. Und ganz... Ja, da mag er nicht ganz Unrecht haben, die Frage. Aber es wäre halt schön, wenn er jetzt hier mal aus dem Chat ein paar Nachrichten von diesen schlimmen Nazis zeigen würde. Um das zu belegen und nicht einfach auch was zu behaupten. Weißt du, das... Macht es halt für die Rechten jetzt wieder einfach zu sagen, aha, heutzutage ist ja jeder rechts und wir sind ja alle gar nicht rechts. Und also dann müsste er wenigstens mal so ein paar Screenshots irgendwie von irgendwelchen Sachen, so wenigstens von 3-4 Personen, ne, um das irgendwie zu belegen auch und nicht irgendwas behaupten. Das ist halt schwierig. Weil jemand, der sich, wie gesagt, zur Migrationskritik äußert, der ist ja nicht gleich rechts, sag ich mal. Wie gesagt, das macht der BSB auch. Das hat man eben auch so festgestellt, dass nicht, ne, dass alles gleich rechts ist. Seid ihr noch da? Ja. Ja, ich bin noch da. Mach ruhig weiter. ihr seid schon irgendwie, ja. Und unsere Sala merke ich das fertig. Nee, was soll ich dazu sagen? Also Sella, wenn du was Richtiges sagst, kannst du einfach weiterschalten. Wir müssen nicht jedes Mal nochmal das wiederholen, was du gesagt hast. Du kannst das, du machst das schon. Ist egal, ob du am Ende was dafür kannst oder nicht. Nein, ihr könntet mir auch widersprechen können. Deswegen, gerne.
bewusst getan hast oder auch unterbewusst, finde ich es absolut legitim, wenn andere Creator zu dir sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben. Denn es ist ja zusätzlich so, dass jeder, der dann was mit dir zu tun hat, seine eigene Community wiederum für deine Community öffnet. Wenn deine Community also letztlich aus Rechtsextremen besteht, dann würde das bedeuten, dass jeder, der sich für deine Community öffnet, gleichzeitig auch für Rechtsextreme öffnet. Und das tut natürlich niemand bewusst und absichtlich, bis auf wenige Ausnahmen. Und da kannst du noch so nett und sympathisch oder sonst was sein, wenn deine Community aus solchen Leuten besteht, dann werden dich der Großteil deiner, ich sag mal, Kollegen auf Twitch ausschließen. Aus Sicherheitsgründen, um sich selbst vor den Einflüssen deiner Community zu schützen. Fieser Fettsack. Ja, und das ist ein totalitäres Denken. Also, Fieser Fettsack schreibt, dass du mich maßregelst. Wieso ruder ich denn? Hä? Kannst du mal ein Beispiel nennen, Fieser Fettsack? Verstehe ich auch nicht, aber Hans-Magnus Enzensberger hat dazu was sehr Schlaues gesagt. Die Angst vor Beifall von der falschen Seite ist ein Charakteristikum totalitären Denkens. Ey, habe ich das nicht mal irgendwo gepostet? Ja, das Zitat kommt häufiger, aber das kann man an solchen Stellen immer bringen. Das ist so dumm. Die werden dich beziehungsweise es ist eine reale Gefahr, die werden dich ausschließen, weil deine Community zu rechts ist oder so. Ja, wer vor sowas Angst hat, der ist schon in einem ganz gefährlichen und inhärent antidemokratischen Denken gefangen. Und ich habe jetzt noch mal kurz zur Basis recherchiert. Also die sind für eine Zurückfahren der Privatisierung im Gesundheitswesen. Die sind ja also für stärkere staatliche Eingriffe, also ähnlich wie BSW und Linke. Sie sind gegen Auslandseinsätze ohne UNO-Mandat. Sie sind für, also ohne Auslandseinsätze der Bundeswehr sind gemeint, sie sind für mehr Volksabstimmung auf Bundesebene, zum Beispiel auf Bundesebene, also ich nehme mal an, auch auf europäischer und Bundeslandsebene, Förderung lokaler Krankenhäuser. Und das ist der radikalste Punkt. Tatsächlich, sie lehnen Gelderzeugung durch Privatbanken ab, also eine Abschaffung unseres Fiat-Geldsystems. Das wäre eine krasse Veränderung. Würde mich dann interessieren, wie die das dann aufstellen wollen. Müsste man Fiat-Geld ist das, was von der Zentralbank... Beziehungsweise vielleicht wollen sie eine andere Form von Fiat-Geldsystem. Beziehungsweise vom Staat. Ich mach's mal konkreter. Sie sind gegen die Gelderzeugung von privaten Banken. Na, aber Fiat-Geld gibt's ja eine genaue Definition. Ja, sorry, das war gerade das falsche Wort. Also die Zentralbank macht ja auch viel. Also das von der Zentralbank Fiat-Geld heißt ja nur, weil es durch nichts gedeckt ist. Also das war jetzt gerade. Also sie sind gegen unser heutiges Geldsystem. So ist die richtige Formulierung. Das wäre interessant. Also da könnte man sicherlich eine sehr interessante Debatte führen, wenn man Vertreter der Partei einladen würde. Das muss ich vielleicht mal machen. Also jetzt hat mich junge Moralapostel auf die Idee gebracht, vielleicht mal wen von die Basis einzuladen. Ja, let's go. Denn die klingen hier total links, wenn man sich das anguckt. Sie wollen, dass Patientendaten besser geschützt werden. Ja, ich denke mal, dass das mit den mit der Corona-Zeit einfach zusammenhängt, dass man die einfach als rechts versucht zu framen da irgendwie. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe mich halt noch nicht mit der genau beschäftigt. Weil eigentlich so, was ich jetzt von der Partei gehört habe, ist jetzt nicht unbedingt rechtsradikal oder so. Also, weiß ich. Hier sind auch noch zwei Sachen aus der Corona-Zeit: keine Impfpflicht und Corona-Notstand beenden, dann Unabhängigkeit der Justiz sicherstellen, keine Zensur und das Bargeld erhalten wird. Aber das sind Bargeld erhalten wird, die ganzen Sachen hier, die kannst du eins zu eins aufs BSW übertragen. Die fordert es. Also außer das mit dem Geldsystem, da ist das BSW nicht so radikal. Da müsste mir auch jemand mal erklären, wie man das machen wollte. Wie gesagt, müsste man wahrscheinlich einen Vertreter der Partei einladen. Das könnte sehr, sehr interessant werden, so eine Debatte, wenn du da wirklich wen einlädst, der versiert ist. Das ist ja auch immer das Problem an diesen Vollgeldbefürwortern, dass die dieses Konzept nicht so ganz zu Ende denken und einem nicht wirklich erklären können, wie dieses neue Geldsystem aussähe. Denn das würde auf sehr viel mehr Kreditvergabe der Zentralbank hinauslaufen. Und ob die dann so wirklich so viel zentralisierte Macht wollen, wenn man sie dann fragt, dann werden die meisten eher Nein sagen. Deswegen wäre das wirklich eine interessante Debatte, wenn man die nach ihrem Alternativvorschlag befragen würde. Aber der Rest, wirklich Punkte, die ich eins zu eins unterschreiben kann, die wirklich klassische linke Politik sind, also die als rechts zu diffamieren, ist schlicht und ergreifend Bullshit, das ist Diffamierung, das hat nichts mit der Realität zu tun. Und soziale Marktwirtschaft, wir müssen jetzt was sagen, sonst heißt es wieder, Seller stimmt dazu und pass auf, sonst wirst du auch, sonst heißt es bei dir dann auch bald, unsoziale Marktwirtschaft sagt gar nichts, der hört gar nicht zu oder sowas. Ja, oder der ist dumm. Der ist dumm oder er versteht nichts. Deswegen. Ich habe da nicht so viel zu sagen zu dem, was er sagt, weil ich warte jetzt ehrlicherweise darauf, dass mal ein Punkt kommt, auf den man eingehen kann. Ja, irgendwie ist deswegen das ja noch nicht. Unterbrechen wir ja die ganze Zeit, weil uns das so aufregt, dass hier so schwerste Vorwürfe rausgehauen wurden, jetzt nach über 20 Minuten ohne Einbeleg. Basis und Heimat, also ich meine, aus einem Wahl-O-Mat-Ergebnis von Basis und Heimat was abzuleiten, ist ja auch schon ziemlich harter Tobak. Ich meine, ganz ehrlich, ich hatte auch schon mal ein Wahl-O-Mat, wo die AfD bei mir ganz oben stand, und wenn ich mir dann die Thesen dazu angeguckt habe, die Erklärungen, zu den für mich wichtigen Punkten, habe ich gesagt, ja, nee, das ist aber nicht der Grund, warum ich die gleiche Meinung habe, in Anführungsstrichen. Habe ich offensichtlich nicht, aber
Ein Wahlomat ist eine unterkomplexe Sache. Da kannst du ja, nein, vielleicht antippen. Ja. Zu Thesen, die halt sehr, sehr allgemein gehalten sind. Und das sieht man bei der Europawahl, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, besonders gut. Da hast du DKP und Heimat ganz, ganz eng beieinander, weil du dann nur Fragen zur EU hast und wer die EU in der jetzigen Form ablehnt. Der wird bei wirklich völlig verschiedenen Parteien landen und dem daraus jetzt ein rechtsradikales Weltbild also unterstellen zu wollen, das ist so dermaßen absurd, dass man dazu nicht mehr viel zu sagen braucht. Ja. Ganz einfach. Heilige Lockdown. Doch. Dann gab es natürlich wiederum Leute, die es natürlich immer geben muss, die dann zu mir sagten, nein, nein, beruhig dich, da ist nichts, Quatsch, nichts im Argen, alles gut, nein, nein, wir machen überhaupt nichts, alles cool. Also ja, jetzt nochmal kurz, ja, es sind Leute bei Mana, die mal einen direkten Dings auch vom Stolzmann und Kohl zuordnen kann. Ja, diese Beobachtung sehe ich jetzt, aber das, ich verstehe halt nicht, das war ja bei ihm auch so, dass viele Rechte bei ihm waren, das hat ihn ja damals auch nicht gestört. Das verstehe ich jetzt halt nicht. Also hat er scheinbar ja sich auch einen Wandel hingelegt. Also das hätte er vielleicht auch sagen können. Hier, meine Position war früher so und so, das wäre ehrlich gewesen. Und jetzt sehe ich das halt so und so. Aber er sagt halt, jetzt sind auf einmal alle Rechten für ihn gleich rechtsradikal, sind alles Nazis, sind alle böse irgendwie. Weiß ich, er schert das alles so über einen Kamm jetzt. Und das finde ich halt auch nicht cool unbedingt. Weil früher war bei ihm auch die Sif-Leute erlaubt. Der hat ja gesagt, ich suche da auch gleich noch mal was raus. Deswegen, also... das gesagt hatte, wusste ich, nichts ist cool. Irgendwann habe ich dann also selbst nachgesehen und oh Wunder, meanwhile bei den Rechten. Auf der Heide lebt ein kleines Mädelein. Und das Ei. Guck, was? Bist du das? Tatsächlich? Ja, ja. Komm ich, wo bin ich? Und ob da was passiert. Also, und sie machen nicht im Ansatz ein Geheimnis. Der war gut. Das ja, okay, das... raus. Oh Mann, im Gegenteil. Ey. Ihre Strategien sind schon seit Monaten in Anwendung und wurden ganz öffentlich besprochen. Erst kürzlich noch mit Maximilian Krah. Und wir müssen auch immer argumentieren, wir müssen Humor einsetzen. Humor ist die Waffe der Schwachen. Wir müssen Ironie einsetzen. Wir müssen viel dialogbereiter sein. Auch freundlicher letztlich, damit wir keinen Anlass geben, uns den Dialog komplett zu verweigern, was ja eigentlich schon passiert. Also, aber auch mit Schlomo und teilweise war Outlaw da auch selbst dran beteiligt. Es gibt keinen Anreiz dafür, für einen Konzern, sich pro rechts zu positionieren oder auch nur nicht pro links. Ne? Insofern ja, ist eigentlich damit zu rechnen, wenn da nicht irgendein stabiler Rechter sitzt. Das muss man eben verändern. Jetzt zum Beispiel beim Müller-Konzern ist natürlich ein gutes Beispiel. Der hat jetzt, glaube ich, erneut nochmal sich pro Weidel positioniert und pro AfD. Mhm. Ja, genau, das muss man. Ich kann die Joghurts empfehlen, die esse ich sehr gerne mittlerweile wieder. Und, ja, exakt, das muss man denen einfach ja, belohnen. Ne? Man muss zu einem Faktor werden in diesem Spiel, zu einer Gruppe, die eben auch dann Kaufkraft ausüben oder entziehen kann. Entziehen haben wir halt ein super Beispiel mit der Bud Light-Geschichte aus Amerika. Ne? Und muss halt so seine Macht da auch projizieren, damit man überhaupt ein Gedanke im Kopf von diesen ja, Firmenbossen wird. Ne? Momentan sind wir halt kein Gedanke in deren Kopf. Der einzige Gedanke ist, wie kriegen wir positive Chance. Am Ende bestimmt das doch eh BlackRock und Co. Also vor allem BlackRock, dem sie irgendwie bilanziert wird. Und nein, das ist alles der Staat. Das ist alles der Staat. Der Staat ist ja schon. Bei Corona war es ja auch der Staat. Das waren ja nicht BioNTech und die ganzen Pharmakonzerne. Aber der Staat ist schuld. Wenn du dich hauptsächlich mit so einem Kulturkampf beschäftigst, dann ist die Strategie gar nicht, also ich glaube, da überschätzt Schlomo ein bisschen die Macht des Konsumenten beziehungsweise die Willigkeit des Konsumenten, da überhaupt so einen Kulturkampf führen zu wollen. Aber ich glaube, dann kannst du das tatsächlich sagen, wenn du, wie wir, höhere Steuern für Reiche forderst, dann ist so eine Strategie, wie die hier vorschlagen, komplett illusorisch. Denn kein Konzern wird sich für eine Partei aussprechen, die den Eigentümer höher besteuern will. Genau. Und auch hier mit der Müllermilch. Ich bin ja damals einen Tag nachdem das, in Anführungsstrichen, Skandal, was auch immer, durch die Presse geritten wurde. Und da hatten sie teilweise sogar Müllermilch für 88 Cent im Lidl im Angebot. Und ich habe mir nur gedacht, das ist jetzt aber mal ein doppelter Schuss ins Knie. Und es hat kein Schwein da interessiert. Das wurde genauso abverkauft wie vorher auch. Ich glaube, die meisten Leute kriegen solche Kulturkampfsachen gar nicht so sehr mit im Alltag. In den USA ist das viel stärker. Also wenn die Politik sich weiter amerikanisiert, dann könnte Schlomo damit tatsächlich recht haben. Das ist was ja, was schädlich wäre, was aber aktuell ja immer mehr passiert. Und es könnte auch hier passieren. Also bei Budweiser sind die Umsätze ja eingebrochen, weil viele Republikaner dann gesagt haben, nee, kaufe ich nicht mehr. Und wie gesagt, wenn du solche Kulturkämpfe führst, dann kann das dir was bringen. Wenn du solche Konzernbosse höher besteuern willst oder höhere Löhne willst, dann brauchst du da gar nicht mit anfangen, dir über sowas Gedanken zu machen. Die Konzerne, die mögen dich eh nicht.
Stimmt. Ach ja. Was mir übrigens gerade aufgefallen ist, ich habe ja so ein bisschen auf Twitter geguckt, welche Konzerne sich wieder die Regenbogenflagge ins Logo reinpacken. Und das ist signifikant weniger als letztes Jahr. Ja. Das ist wirklich deutlich. Ich musste wirklich länger suchen, um da auch einen zu finden. Also Lufthansa hat es gemacht. Liegt bestimmt beim Rechtsruck. Glaube ehrlich gesagt eher, dass es mittlerweile etwas unwichtiger geworden ist. Was ich aber aus eigener beruflicher Erfahrung weiß, ist, das hat jetzt nichts mit dem Logo zu tun, sondern da geht es wieder eher um dieses BlackRock, ESG-Score und so weiter. Konzerne werten unter anderem die Bonität der Konzerne, beziehungsweise die Zinsen, die sie auf Finanzierung bezahlen, werden unter anderem davon abhängig gemacht, wie viel ESG-Score du erreichst. Unter anderem dann auch drin steht, wie divers du bist und so weiter. Das heißt, die Konzerne werden durch diesen BlackRock-Score dazu gebracht, das umzusetzen, was die sich wünschen, damit sie geringere Refinanzierungskosten haben. Das ist das, was im Hintergrund stattfindet, wie Konzerne von außen mehr oder weniger genatscht werden. Und wie vermeiden wir Negative? Und auch dieser möchte gerne unter Scharführer hier war dabei. Ja, und deswegen ist Öffentlichkeit natürlich auch enorm wichtig. Also Reichweite an sich, da sagt man ja oft, Reichweite ist im Grunde die Währung unserer Zeit. Da kann es auch ruhig mal darum gehen, dass man nicht ganz korrekt dargestellt wird. Aber worum es gehen muss, ist, dass die Öffentlichkeit getriggert wird. Über was auch immer. Frank Franz, der heißt unironisch so, hat Bekanntheit erlangt auf der politischen Bühne, als er 2004 Vorsitzender der NPD im Saarland wurde. 2014 wurde er dann sogar Bundesvorsitzender der NPD. Hoppla, that escalated quickly. Der Typ ist so ein bisschen das Ende der Rechtsradikalität. Pipeline, der Pipeline nach rechts, wenn man sie denn so nennen will. Die besagte Pipeline nach rechts führt Leute über, ich sag erstmal harmlos wirkende Creator, hin zu Leuten, deren Ruf ihnen zu Recht vorauseilt und die nicht ohne Katalysator einfach so Kontakte zu anderen knüpfen können, aufgrund ihres Rufs. In unserem konkreten Fall ist das Outlaw ist Sus, der erstmal mit den Leuten connected, den Erstkontakt knüpft, ja. Da gibt's hier mal einen Raid, dann gibt's hier mal ein bisschen Beteiligung am Chat und so weiter. Hey, wollen wir nicht was zusammen machen und so? Je nachdem, wie lange das dauert, das geht mal schneller, dauert mal ein bisschen länger, kann er dann irgendwann die Frage stellen, die er immer stellt, die Frage kommt immer, nämlich die Frage, für die er den ganzen Scheiß überhaupt macht. Dann setze ich dir jetzt mal die Pistole auf die Brust, würdest du mit einem Kasper sprechen? Im Optimalfall bekommt man die Leute dann auch dazu. Das ist zum Beispiel so beim Agitator passiert. Und ehe du dich versiehst, findest du dich auf einmal in einem Szenario wieder, in dem links von dir Kasper und rechts von dir Schlomo sitzen und mit dir über Migration reden wollen. Und auf einmal gibt es ein gemeinsames Video. Leute, ich kann euch sagen, so ein Video wird man aus dem Lebenslauf nie wieder los. Es haftet an ein... Oh nein, wir haben mit zwei Menschen geredet. Oh nein. Oh Gott, Agitator, wir sind... sorry, also, das war's nicht. Aber erstmal muss ich was zu Outlaw sagen. Zu Outlaw. Also erstmal habe ich ihn zuerst, also oh ich habe Real Talk, ist das zuerst geradet? Die haben mich nicht zuerst geradet. Ich habe dann da freundlich in den Chat geschrieben, dann haben wir über Discord geschrieben und dann haben wir einen Talk gemacht. Und das Gespräch mit Schlomo, das hatte 0, gar nichts mit dem Gespräch mit Real Talk ist das zu tun. Das war nämlich tatsächlich schon früher geplant. Ich hatte das schon versucht, 2023 anzubannen, als Erwin eine Debatte mit Schlomo hatte. Da hatte ich also irgendwie was falsch verstanden oder so. Also Erwin hatte mich im Stream gefragt, hey, hättest du Lust dabei zu? Ich, klar, natürlich. Dann habe ich Kasper angeschrieben. Dann hatten Erwin und Schlomo ihre Debatte aber nur zu zweit. Habe ich gedacht, ah, okay, die war jetzt nicht, das war jetzt nicht so das Wahre. Kann ich ja auch noch mal eine Debatte mit Kasper und Schlomo machen. Das ist ja kein Problem. Dann, ja, haben wir irgendwie aneinander vorbeigeredet, keinen Termin gefunden. Dann hatte mir Kasper nicht mehr zurückgeschrieben. Dann dachte ich, ach, egal. Und dann sind wir da. Keine Ahnung, wie wir dann wieder drauf gekommen sind. Sorry. Keine Ahnung, wie. War ich weg kurz oder? Nein, ich habe aus Versehen, bin hier auf die Taste zum Weiterspulen gekommen. Ach so. Naja, auf jeden Fall, keine Ahnung, wie wir dann drauf gekommen sind, haben wir dann doch noch diese Debatte. Also stimmt, du hast uns da drauf gebracht, Sella. Stimmt, du bist schuld. Zu was? Erkläre dich. Zu der Debatte, die wir dann über AfD versus BSW geführt haben. Genau. Du hast die angebandelt. Ja, weil du wolltest ja unbedingt. Und da habe ich das natürlich dann genutzt, nach dem Talk mit Kasper, dich da ins Gespräch zu bringen. Ja, aber es war tatsächlich schon was Ende 2023 in Planung, beziehungsweise Erwin hatte mich ursprünglich darauf gebracht. Also und sie hat nein, mich ja dann nicht auch geantwortet, hast du mir immer. Ich habe dann immer mal so gefragt, beziehungsweise du hast dann am Rande immer erwähnt, ja, der antwortet nicht. Und dachte, ja gut, jetzt wo ich die Aufmerksamkeit habe nach dem Talk mit Kasper, kann ich ja mal den Agitator ins Spiel bringen, endlich. Und jetzt habe ich ihn auf Discord, jetzt haben wir auch schon wegen meiner Demonetarisierung privat geschrieben, also ja, vielleicht ist er nicht so häufig auf Twitter. Das kriegst du aber nie aus deinem Lebenslauf raus, wenn der Verfassungsschutz merkt, dass du mit Schlomo schreibst, ne? Mit Kasper. Mit Kasper. Noch schlimmer, der ist ja noch schlimmer, habe ich gehört. Kappa, nee, ich glaube, Schlomo ist schlimmer, oder?
Nee, Kaspar, bei der Demonetarisierung, die hatten einfach das gleiche Problem, also er hat das gleiche Problem, er wurde auch demonetarisiert. Und da ich gefragt, hey, wie läuft das denn bei dir? Beziehungsweise die haben meiner Rechten einige Leute, denen ziemlich genau das gleiche passiert war wie mir. Und da schreibt man sich natürlich und er fragt, wie es bei euch läuft. Mhm. Und der war total freundlich, also kann ich nichts Negatives sagen. Ja, und also ich muss jetzt nochmal an der Stelle sagen, also ich war ja mit Jung Moralapost relativ gut, ich war ja bei Mod, habe ich am Anfang schon gesagt. Und weil jetzt einige hier fragen im Chat, das Ding ist halt, ich wollte auch nichts über ihn sagen, habe ja bisher auch nichts über ihn gesagt und auch Leute haben zu mir geschrieben, hey, lass das raus, weil er hat ja selber gesagt, er hat da Probleme und so privat, wie auch immer, psychisch oder irgendwas, egal. Und aber der Punkt ist ja, so wenn ich jetzt hier auch erwähnt werde und er es öffentlich natürlich macht, dann reagieren wir halt natürlich auch darauf. So. Obwohl, du wurdest noch gar nicht erwähnt. Sonst hätte ich bisher noch nicht, aber ich habe ja gehört, du hast ja gesagt, ich wurde erwähnt. Nee, und ich habe gesagt, er hat erklärt, warum Leute wie wir gebannt wurden. Ich habe nur die letzten 5 Minuten gesehen gehabt. Und da ist die Erklärung drin, warum du mitgesperrt wurdest. Ich weiß nicht, ob du noch erwähnt werden wirst. Also irgendwer hat vorhin gesagt, ich komme kurz vor. Egal, guck mal weiter einfach, okay? Gucken wir mal. Der Agitator in diesem Fall aber zum Beispiel noch nicht. Das wird er wahrscheinlich erst dann raffen, wenn er wirklich irgendwann mal, vielleicht erst Jahre später, gravierende Nachteile dadurch erhält. Da frage ich mich an der Stelle, wurde er eigentlich schon ins BSW aufgenommen? Wie, der ist nicht in der Hochschulpolitik aktiv? Wie, der ist nicht im Uniparlament? Ja, und wo ist das Problem, dass Leute wie du sich da jetzt daran beteiligen, an dieser Hetzjagd? Dass die sagen, oh, der hat mit Rechten geredet, ja, bann den mal, kick den jetzt mal überall. Du machst doch genau dasselbe jetzt im Grunde damit. Nachdem du vor einem halben Jahr noch groß gesagt hast, ja, Süffbubble, oh, kommt da alle rein, hier ist jeder willkommen, bla bla bla. Sorry, das ist heuchlerisch aus meiner Sicht. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Das finde ich nicht in Ordnung von ihm. So, dann hätte er das sich klar positionieren müssen im Stream, hätte sagen müssen, so und so, Leute, sieht's aus. Ich habe meine Meinung geändert, ich sehe das anders, ich möchte mich jetzt klar von rechts abnehmen. Okay, ist seine Sache. Aber er ist doch Teil des Problems, wenn er jetzt anfängt, jeden, der irgendwie mit Rechten in Kontakt steht, irgendwie zu canceln und zu kicken, und dann bist du doch genau dafür verantwortlich für das, was gerade abgeht, dass halt jetzt Leute ihren Job verlieren oder Karriere in die Brüche geht, weil sie die falsche Partei wählen oder so. Also, weiß ich nicht. Sorry, aber das finde ich nicht in Ordnung so. Und das wohl liegen könnte. Wenn man es dann also geschafft hat, die Leute dazu zu bewegen als Content. Und wie gesagt, ihr kennt mich, ich bin saukritisch gegenüber Rechten, genauso. Also, aber jetzt wegen, weil man mit Rechten redet, so. Man kann sich trotzdem von ihnen klar abgrenzen und Agitator macht das inhaltlich, vor allem in Sachen Wirtschaftspolitik, da ist ja klar links einzuordnen. Ja. Also, unsoziale Marktwirtschaft und ich sind dann halt eher noch ein bisschen krasser, die dann halt auch ja schon bei anderen, teilweise moralischen Sachen sogar auch sagen hier und so. Aber wie gesagt, jeden jetzt, der, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das ja, ist, diese ich halt schwierig. Sorry. Ja, diese Cancel Culture, die lehnt das BSW ja ab und das ist ja auch ein Grund, warum ich das unterstütze und ich finde das sehr gut, dass sie beispielsweise sich dafür aussprechen, dass Social Media Accounts nicht mehr gebannt werden, dass sich allgemein dafür einsetzen, dass diese Cancel Culture endlich ein Ende findet, dass man keine Angst mehr um seinen Job haben muss, weil man falsch politische Äußerungen tätigt. Das ist so eine absolute Katastrophe, zu was für einem politischen Meinungsklima wir in diesem Land gelangt sind. Dass er das gerade noch als Argument dafür ausführt, nicht mit bestimmten Leuten reden zu sollen. Also, sorry, das ist demokratiefeindlich. In der Nazi-Bubble aufzutauchen, versucht man diesen Schwung gleich mitzunehmen und die Pipeline noch weiter voranzubringen. Am besten nimmt man den Schwung direkt mit, um irgendwie einen Talk mit Frank Franz oder sonstigen Nazis anzuleiern. Und wer gemeinsam produzierten Content zusammen mit Frank Franz hat, Entschuldigung, aber der kann einfach niemandem mehr erklären, dass man nicht irgendwie Kontakte in die rechtsradikale Szene hätte. Das glaubt einem einfach keiner mehr. Wenn es also dumm läuft und man tatsächlich in so einem Video mit so einer Person auftauchen sollte, dann ist es so. Warst du da jetzt gemeint mit? Nein, ich habe mit Franz gar nichts. Ich habe mit ihm noch nie gesprochen. Den möglichen also, Worst Case keine Ahnung. Wahrscheinlich noch du selber herbeiführen wird. Das okay. Hm. Hat er gerade Herr Zeller eröffnet, wird gesagt? Es nämlich Hat er gerade Herr Zeller eröffnet, wird gesagt? Habe ich gerade dazwischen gequatscht? Ja, ich weiß nicht, ich verstehe es gerade. Warte mal. Das glaubt einem einfach keiner mehr. Wenn es also dumm läuft und man tatsächlich in so einem Video mit so einer Person auftauchen sollte, dann ist es so, dass man aufgrund der eigenen Naivität den möglichen Worst Case wahrscheinlich noch selber herbeiführen wird. Das Beste für solche Nazis wäre es nämlich am Ende, wenn man dann irgendwie aus dem Talk geht mit der Übereinkunft von wegen, ach ja, war doch eigentlich ganz nett, haben uns doch gut unterhalten, wie du siehst, ich bin ja gar nicht so schlimm und ein paar gemeinsame Punkte hatten wir ja auch. Ja, ist doch alles gut, ja. Wie du siehst, bin ich ja eigentlich total sagbar. Grüße gehen an dieser Stelle raus an meinen ehemaligen Mod Zeller, der komplett drauf reingefallen ist.
ich finde es gut, dass wir zumindest schon mal geklärt haben und uns einig sind, dass wir hier keine weitere Zuwanderung verkraften können, weil die Kommunen jetzt schon überlastet sind. Und wenn wir überhaupt Migration brauchen, dann, ich meine, das ist ja auch kein Drama, dass wir uns auf diesen Begriff einigen, der ist ja erstmal unverfänglich, dass um eine Aber warte mal, die Rechten sagen doch, ich will eine Zuwanderung unbedingt haben. Was sagen doch die ganzen Rechten zu mir? Sella, du bist ja für Massenmigration. Der Situation zu erreichen, eher Remigration brauchen. Das heißt, dass Ausländer, die hier keinen Mehrwert schaffen und nicht hier hingehören, wieder in ihre Heimat zurückgeführt werden. Darauf könnten wir uns doch verständigen. Mhm. Ja? Mhm. Gut, wunderbar. Dann. Okay. Du hast mir da war ich vielleicht gerade Brain AFK. Ja, okay, aber ich glaube, da hätte ich tatsächlich widersprechen sollen an der Stelle. Fällt mir gerade selber auf. Ja, kein Mehrwert schaffen ist schon ein ziemlich beschissenes Kriterium. Ja, da hätte ich definitiv widersprechen müssen. Ich glaube, ich habe den letzten Satz, es ging um den ersten Teil, stimme ich zu, dass wir hier aktuell überlastet sind. Ja, darauf hatten wir uns geeinigt. Das ist ja auch offensichtlich sichtbar. Den letzten Teil tatsächlich muss ich jetzt an der Stelle korrigieren, definitiv sehe ich nicht so. Da muss ich sagen, dass ich den letzten Teil, also da habe ich vielleicht am letzten Teil kurz Brain AFK, ja, der Seller hat da nicht richtig zugehört. Da muss ich mir jetzt wirklich an die Nase fassen, das gebe ich zu. Dann haben wir das doch auch geklärt. I just fucking aber shot vielleicht, myself. Na, egal. Wenn man dem Ganzen am Ende so zuhört und feststellt, mit welcher Eile die Nazis expandieren. Ja, aber Nils, zu mir kamst du noch an, das war gar nicht so schlimm. Und jetzt auf einmal ist es doch schlimm. Er hat mir noch geschrieben, Nils, ich kann ja auch gerne das veröffentlichen. Du hast mir noch geschrieben, ja, das ist nicht so schlimm. XD, ach, ist ja alles gar kein Thema. So nach dem Motto. Ah, ich sehe es nicht so schlimm wie ein Crack-Egg oder so. Ich finde das jetzt, und deswegen werde ich dich jetzt nicht entmodden und etc. Ganz ehrlich, in einem langen Gespräch, in einem langen Live-Gespräch, wenn du darin nicht sehr gut geübt bist, dann kannst du immer irgendwelche Takes finden, die du gegen einen verwendest oder ja, so Szenen. Was machen denn Leute wie er? Nicht so hart widersprichst, wie du es eigentlich tun würdest, wenn du nüchtern, das heißt nüchtern, aber in aller Ruhe darauf reagierst. Ja, vor allem, das war jetzt wirklich absurd. Zeller hat gesagt. Also auf welche Aussage von ihm sich dieses dass wir überhaupt darüber diskutieren, ist absurd. Also, ja, da hast du recht. Ja. Also vielleicht sollte man eher über den Begriff Mehrwert schaffen und Menabt-Statistik diskutieren, weil die Menabt-Statistik zeigt nur das, was Leute als Mindestlohn bekommen an und nicht das, was sie an Mehrwert schaffen. Ich gebe ihm den Punkt, den letzten Satz, den ich gesagt habe, dass sie keinen Mehrwert schaffen, dass ich dort nicht interveniert habe. Den Punkt gebe ich ihm. Mein Gott, da hat er recht. Aber ich habe dann, ich glaube, das war auch an der Stelle in einem Talk, wo ich auch keinen Bock mehr hatte, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Egal, ist okay, naja. Aber weißt du, das Problem ist, wenn man gar nicht mit diesen Leuten redet und er macht alle wegcancelt, dann werden die nur stärker, wenn man da keine Gegenrede leistet. Ja, du hast recht, das war kein schlechtes Gespräch mit Frank Franz, wo du drin warst. Also du bist höflich geblieben und du hast es ja nach dem Gespräch mit Kasper erlebt, wo du so auf Kampf aus warst und gewinnen wolltest, das hast du ja nicht gewonnen. Das mit Frank Franz, das war ja relativ friedlich und ja, du hast ihn jetzt nicht zerstört, aber den Anspruch sollte man gar nicht haben. Man sollte versuchen, erstmal sachlich mit den anderen zu reden. Also das hast du ja nicht falsch gemacht. Also ich finde, man kann dir da gar nichts vorwerfen. Aus dem Respekt dafür, dass du sowas tust, da gehört was dazu. Ja, da der sorbische Prinz, ach, halt doch einfach dein Maul, geh mal. Traust du dich aber nicht und dann kann man es weitersehen. Also sie tun auch, man tut, nee, ich verstehe. Oder wie? Ja, nee, ich wollte das nur kurz sagen, weil ich finde das auch immer sehr anmaßend, wenn man selber keine Erfahrung der hat. Der sorbische Prinz ist doch, ist das nicht Sturmhaube? Ja, den sehe ich den gar nicht. Und ein rechter Dulli, ja. Nee, das ist glaube ich Sturmhaube, den habe ich gemutet. So, ich bin halt in diesen politischen Debatten nicht geübt, so. Ja, ist dumm von mir vielleicht gewesen, da so reinzugehen, weil halt über mich geredet wurde und ich im ersten Moment bin ich dann immer sehr temperamentvoll. Später sehe ich es lockerer, jetzt auch wie mit Mana-Zwerg oder so oder ein Crack-Egg. Aber im ersten Moment bin ich dann halt immer sehr impulsiv und will dann immer rein, so. Genau wie bei Kaspar. Ich wollte an dem Tag gar nicht mit ihm reden. Das Ding ist halt, ich wurde dann halt ständig, kam dann die Nachricht und dann kamen Leute im Chat, ah, der traut sich wieder nicht und dann. Ach, du bist dann also wie Marty McFly aus Zurück in die Zukunft. Und dann kam dieser, dann kam auch dieser Frame, mit Alexander Seitz, okay, Kaspar, jetzt komme ich rein, so. Und das machen sie halt, das nutzen sie natürlich aus.
Die wollen natürlich so den Brunnen vergiften vorher, also wie sie sich anders ja, und da musst du erstmal freundlich bleiben. Und das hast du bei Frank Franz gut gemacht und bei Kaspar nicht so. Das ist dann der Unterschied, dass du dann erstmal. Ja, aber ja. Da an der Stelle, da fasse ich mir an die Nase. Ich sehe trotzdem, ich muss sagen, er ist der Chef von der Heimat, ja. Ich weiß nicht viel über ihn. Ich sehe ihn rechts, sehr weit rechts, auch vielleicht rechtsradikal ist er. Würde ich ihn als Nazi sehen? Weiß ich nicht. Das würde ich, weiß ich nicht. Da ich meine, selbst ein Axel Reitz und Dennis Sand. Kennt ihr die beiden? Ehemals Hitler von Köln. Er hat auch ein Buch geschrieben. Ja. Entschuldigung, selbst die haben da doch noch nicht drin. Und das gucke ich zum Beispiel an. Der ist komplett gegen Schlomo, gegen Schattenmacher. Die verurteilen das komplett. Aber selbst die haben bei einem Frank Franz gesagt, sie sehen ihn als rechtsradikal, aber als Nazi würden sie ihn nicht sehen. Ja, aber selbst wenn, so. was bringt es, diese Diskussion zu führen? Also ne, ich kann es verstehen, dass Leute getriggert sind, dass Leute da einen absoluten Hass entwickeln und so weiter, wenn da Leute Positionen verbreiten, die einem selbst in den Grundwerten zuwiderlaufen. Aber jetzt, ich meine, unser Job, oder das heißt unser Job, wir versuchen ja, unsere politischen Ideen, die wir haben, zu verbreiten. Und da hilft es nicht, wenn du hingehst und sagst, der ist ein Nazi und der ist ein Rechtsradikaler. Damit schaffst du es nicht, Zuschauer zu erreichen von anderen. Weil am Ende des Tages wirst du einen Influencer nicht umgestimmt bekommen. Insbesondere dann, wenn sie monetär davon abhängig geworden sind. Und die meisten, die so groß werden, sind ja auch im Weltbild gefestigt. Aber die Zuschauer, die kann man teilweise noch erreichen. Und die erreichst du nicht, wenn du als allererstes mit einer Beleidigung ankommst oder mit einer, die sie dann eventuell auch auf sich beziehen, weil du hast immer eine gewisse Identifikation mit den Galionsfiguren. So, Bischof Prinz, halt die Klappe, du laberst. Mach einfach weiter, Sella. Du brauchst nicht auf jede Stelle eingehen. Nein, aber wirklich, sorry, also, aber... Dann bann ihn doch einfach, wenn er stört, wenn oder Timeout ihn. Ja, der ist ja bei dir. Glaubt. Ach so, ich achte gar nicht auf meinen Chat. Ja, ich war kurz mal bei dir drin. Ich war einfach mal gerade und bin mal reingeslidet. Weil ich ist hier eh nicht viel, was an Inhalt bei ihm kommt. Du, das war auch ein Fehler von mir, dass ich mich habe provozieren lassen in einem der ersten Streams mit dir, wo ich dann Leute mit halt die Fresse beschimpft habe. Das ist absolut unprofessionell gewesen. Das wird mir hoffentlich nicht nochmal passieren. Das bringt keinem was und ist auch, wie gesagt, nicht das Niveau, was ich selber erreichen will irgendwann mal. Nein, aber ich denke nur, sie sagen immer, man kommt irgendwie, das ist das und das. Die sind ja selber emotional. Die kommen ja auch nur mit emotionalen Ad hominem Argumenten. Sie können ja auch, sie gehen ja auch nicht inhaltlich auf die Sache. Soll ich dir mal den besten Kommentar vorlesen, den mir einer geschrieben hat? Das nervt mich ja dann noch mehr. Q-Video. Also gibt es Wakanda doch. Denke ich mir so, hast du das überhaupt zugehört? Ich habe ja, ne? Ja, ja. Oder der nächste Sie haben nichts Inhaltliches. Nee, also solche Leute musst du auslachen. Ich habe ihm da natürlich eine Karte geschickt, wo drauf Wakanda eingezeichnet ist. Natürlich gibt's das, sieht man doch. Das ist halt das Problem, die sagen immer, ja, der hat keine Argumente, der nicht. Ja, dann sag mir doch, wo waren denn Kaspars Argumente, wo waren denn XYs Argumente dann im Tor? Das ist doch auch ein emotionales Gelaber von dem Frank Franz gewesen. Ja, guck mal hier, die Leute, die hier nichts bringen. So, ja, da hätte ich auf jeden Fall intervenieren. Das ärgert mich im Nachhinein schon sehr. Du lernst auch. Weil wir hatten uns ja vorher, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, an dem Gespräch nochmal drauf geeinigt. Ja, die Kommunen sind überfüllt, habe ich, glaube ich, gesagt, so in der Art. Und ja, wahrscheinlich verkraften wir aktuell keine Massenzuwanderung, wie sie jetzt nach, weiß ich, 2015 der Fall war. So ungefähr war die Einigung von uns. Das ist doch auch, was der Deutsche Städtetag kommuniziert. Genau. Das habe ich auch so gesagt. Die Kommunen, die sagen, dass ich weiß nicht, wie viel es war, 2/3 war, habe ich mal eine Zahl aufgeschnappt, völlig überlastet sind mit der Unterbringungspflicht, die sie haben. Monetär, genau. Infrastruktur, personell etc. Das ist doch kein Geheimnis. Genau. Letzte hätte ich dann halt intervenieren sollen und sagen können, so, auf den ersten Teil, ich habe mich nur auf den ersten Teil bezogen, wo ich dann gemacht habe. Das meinte ich halt. Den letzten Teil, da war ich irgendwie dann, weiß ich nicht. Naja, gut. Ja, sorry. Gut. Das wollte ich nur nochmal klarstellen. Sogar in Kauf nehmen, dabei, ich sag mal, erwischt zu werden, dann könnte man auf die Idee kommen, dass ihnen bei irgendwas die Zeit wegläuft. Und wenn man jetzt noch auf die Idee käme, dass dies in Verbindung stehen könnte mit der Einstellung der Parteienfinanzierung der NPD, dann würde man wahrscheinlich auf die Information stoßen, dass diese Parteienfinanzierung Anfang diesen Jahres beschlossen würde. Käme man auf diese Idee. Der Partei Die Heimat, vormals NPD, wurde nämlich Anfang diesen Jahres ein gravierendes Loch in die Kasse gerissen. Durch die Einstellung der Parteienfinanzierung fehlt der NPD, ausgehend von dem letzten veröffentlichten Rechenschaftsbericht der Bundesregierung, ungefähr eine 500.000 Euro pro Jahr. Nils, du beschäftigst dich ja sehr viel mit der NPD. Kann es sein, dass du vielleicht doch auch so ein bisschen ist wie Mannerzwerg auch, weil die, du hast ja gesagt, weil die ja, ja
was habe ich mit der NPD zu tun? Aber du beschäftigst ja viel. Kann man da vielleicht was, irgendwas reinklamüsern? Irgendeinen Shitstorm raufbeschwören? Du klar, dass du dich nicht klar genug distanzierst und hier sogar guckst, was die Partei so macht? So, weißt du, das ist genau das ist seine Argumentation hier in dem ganzen Video bisher im Grunde. Dass man sich nicht genug distanziert und Kontakt schult und bla bla bla. Weiß ich nicht. Aber schon mal zu dieser Parteienfinanzierung. Das war doch das, wo sie die so geändert haben, dass die FDP weiterhin eine bekommt. Ne? Das heißt so quasi, die Bedingung ist, dass du in 16 Jahren dreimal drin warst und eine Auszeit durftest du haben oder sowas, während das BSW zum Beispiel lange Zeit davon nichts bekommen wird. Also ich meine, das war das gewesen, diese Gesetzesänderung, wo ich mir dachte, wie offensichtlicher kannst du es noch machen, dass du für deine eigenen Parteien, die gerade an der Regierung bist, ein Gesetz schreibst und andere davon fernhalten willst. Wie gesagt, gezielt in diesem Fall, glaube ich, AfD und BSW, wobei die BSW noch länger, also viel länger brauchen wird, um da reinzukommen. Die AfD war ja schon, ich glaube, zweimal im Parlament jetzt. Ja, und deswegen sollte man sowas kritisieren, auch wenn es unsere Gegner trifft, da uns nicht genauso trifft. Das ist ein perfektes Beispiel mit dieser Stiftungsfinanzierung. Ja. Ach, die war das, ne? Mit der... Ja, also eine von den Finanzierungen war es auf jeden Fall, die sie so angepasst haben. Ja. Wurde für 6 Jahre eingestellt, das heißt, wir stellen fest, es geht um mehrere Millionen Euro. Mehrere Millionen Euro, mit denen man vermutlich fest gerechnet hatte und die wahrscheinlich auch schon verplant waren, müssen jetzt auf einmal woanders her. Spender sind da tatsächlich auch eher rar, jede Parteispende ab 10.000 Euro wird öffentlich gelistet und wer will schon als Spender, als Fördermitglied oder sonst was der NPD bzw. die Heimat irgendwo gelistet sein? Achtung, Theorie, der Nazi-Bubble geht das Geld aus. Alles ausgegeben für Stolztassen. die Nazis, by the way, ungelogen für 70 Euro das Stück an ihre Community verkaufen. Was meiner Meinung nach übrigens zeigt, dass sie ganz genau wissen, dass ihre Bubble nur aus Hirnverbrannten besteht. Sie haben Scheiße gewirtschaftet und sich auf die Parteienfinanzierung verlassen. Auf mich wirkt es jedenfalls so, als wenn man es sehr eilig hätte, sehr viel Cash in kurzer Zeit zu machen. Warum auch immer, könnte man sich fragen. Hätte man diesen Gedankengang. Rewind würde das natürlich bedeuten, dass sie an dieser Stelle momentan besonders empfindlich sind. Da wäre es ja übel, wenn die rechten Creator jetzt nach und nach ihre Monetarisierung verlieren würden und nach nicht mehr durchgefüttert werden müssten. Also das weiß sowieso jeder, die woken Mitarbeiter da von Twitch. Natürlich sind die dafür verantwortlich. Wer denn sonst? Reich wirst du nicht durch das, was du verdienst, sondern durch das, was am Ende des Tages nicht ausgibst, nicht wahr? Mit dem Agitator kam ich anfangs immer gut klar. Auf mich wirkte er immer wie ein zwar schwer handelbarer, aber in richtiger Gesellschaft durchaus geselliger Typ. Der Fall des Agitators ist besonders alarmierend. Ursprünglich ein streitbar, aber durchaus... Hat er, glaube ich, vorhin schon gesagt, alarmierend. Ernstzunehmender Denker, hat er sich in letzter Zeit auffällig in Richtung rechter Narrative bewegt. Seine Vorliebe für kontroverse Diskussionen... Da haben wir es wieder, die rechte Narrative. ...seine Fähigkeit, Debatten sehr sachlich zu führen, machen ihn anfällig für subtile, irrationale Manipulationen, würde ich sagen. So fungiert er, wahrscheinlich ohne es zu merken, mittlerweile selbst als Andockstation für die rechtsradikale Pipeline. Das ist ein gutes Beispiel, ich glaube als Abschlussfrage. Würdest du mit jemandem, also nicht mit jemandem, würdest du konkret mit Kaspar reden, wenn er dir ein Gespräch anböte? Boah, auf den habe ich echt nicht so Bock. Nicht über Migration, sondern über andere Themen dann. Nee, ich glaube nicht. Hat er gerade ernsthaft das Wort Anböte verwendet? Also wer in meiner Anwesenheit im Präteritum, dritte Person Singular, in einer Nebensatzkonjugation, im Konjunktiv... Ja, der ist bestimmt Nazi, wer das macht. Oder was? Wort anbieten verwendet, der krische Panzmaul. Ein Schlüsselmoment war für mich, als er angefangen hat, zu versuchen, Leute davon zu überzeugen, Gespräche mit Martin Sellner zu führen, den einzuladen, auf den Schattenmacher einzuladen. Ich habe niemanden versucht zu überzeugen. Ich fand, dass er wen zu pauschal argumentiert hat. Und Dinge, also war ja völlig okay, dass er für sich gesagt hat, ich habe da keine Lust drauf, aber dass er dann so Martin Sellner Dinge unterstellt hat, die jedem Content-Creator unterstellen kannst. Er will nur Reichweite oder er will das Overtone-Fenster verschieben. Ja, das wollen wir auch. Wir wollen das Overtone-Fenster auch verschieben in Richtung höhere Steuern für Reiche, Frieden mit Russland. Das will jede politische Partei. Auch wenn Kiesewetter sagt, wir wollen den Krieg nach Russland tragen, dann will er das Overtone-Fenster in Richtung einer noch kriegstreiberischen, einer noch aggressiveren Politik verschieben. Also das ist albern, Leuten so etwas zu unterstellen, was völlig selbstverständlich ist und was jedes Lager, was jeder Content-Creator macht. Darum ging es mir. Die ganzen Nazis. Um mit denen halt einfach Debatten zu führen. Was auf den ersten Blick wie ein Versuch aussieht, alle Seiten zu verstehen, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als schleichende Anpassung an rechtsradikale Diskursstrategien.
Der Agitator hat meiner Meinung nach mittlerweile eine sehr beunruhigende Sympathie für rechte Positionen entwickelt, vor allem in Bezug auf Nationalismus. Diese verzerrte Wahrnehmung ist nicht allein natürlich entstanden. Sie wird geschickt von rechtsradikalen Akteuren gefördert, die ihn gezielt mit Feindbildnarrativen füttern. Was besonders bedenklich ist, ist, dass der Agitator nun eine Plattform für rechtsradikale Diskurse bietet, ohne selbst als Rechtsradikaler aufzutreten. Er fungiert somit als eine Art trojanisches Pferd, das rechtsradikale Ideologen in anderen Communities als valide Gesprächspartner vorframed. Wie gesagt, ohne selbst als Rechtsradikaler wahrgenommen zu werden, was einer Normalisierung gleichkommt. Ich habe ihn auf allen Plattformen geblockt, um zu signalisieren, dass meine Schmerzgrenze an der Stelle weit überschritten ist. Ich kann keinen normalen Umgang mit jemandem pflegen, der ein derartiges Einfallstor für die NPD-Bubble darstellt. Persönliche Verhältnisse hin oder her. Und so bewandert der Agitator auch sein mag, verkennt er... Siehst du, ich habe noch nie mit jemandem von der NPD geredet. Also selbst wenn ich es gemacht hätte, wäre der Vorwurf, wie gesagt, absurd. Ich bin für sachliche Diskussionen, das hatten wir jetzt schon zehnmal ausgeführt. Also wie gesagt, dieses ganze, ja, der spricht mit Rechten, deswegen ich habe wieder rechte Positionen widerlegt in jedem Gespräch, was ich bisher hatte. Also da habe ich ja jetzt nicht, also könnt euch ja mein Gespräch bei Real Talk ist das ansehen, da hatten wir kontroverse Debatten über Steuerpolitik, aber das interessiert diese Wokies ja nicht, ob man was über Steuerpolitik zu sagen hat oder nicht. Die interessiert nur Kulturkampf oder Migration oder hast du dich auch von dem Rechten distanziert und ihn als Nazi beschimpft, bevor du mit ihm geredet hast? Das finde ich auch vor allem sehr witzig, dass er sagt, er kann keinen persönlichen Kontakt. Das ist ja auch so ein Ding. Warum kann man persönlich zu Rechten keinen Kontakt? Warum muss man sich immer sofort, du hast die falsche politische Meinung, du bist nicht mal mein Kumpel. Du kannst dich doch online, kannst du doch, oder wenn du jetzt auf Twitch gehst, wie ich das bei Outlaw gemacht habe. Bro, wir sind politisch nicht einer Meinung, ich unterstütze dich politisch nicht, ich supporte dich auch nicht, aber wir können, was weiß ich, persönlich quatschen oder wir können auch gern diskutieren. So, aber politisch grenze ich mich aus meiner Sicht zumindest von dir, also ich grenze mich ab von dir, aber persönlich, privat können wir gern, wenn du kein Arschloch bist, mit dir zu tun haben. Weil persönliche, politische Sache ist eine, Charakter ist eine andere Sache. Und da verstehe ich ihn halt nicht. Du kannst politisch anderer Meinung sein, du kannst dich aber trotzdem verstehen, solange du kein, weiß ich, Typ bist, der weiß ich nicht, ne, Mir gerade einfällt, ich hatte ja letztes Jahr schon eine Debatte angeboten, Schlomo und Kasper, und das habe ich auch öffentlich gemacht. Und ich hatte dann sogar jemanden aus dem Honigwabe-Vorfeld, der ähnlich drauf ist wie Schlomo, bei mir auf dem Kanal zu Gast und habe mit dem, also auf dem Zweitkanal und auf dem Erstkanal. Das heißt, wenn Jungmoral Apostel mit so etwas ein Problem haben würde, dann hätte er mich nicht danach zweimal noch in seinen Stream einladen dürfen. Ja, also, das ist sowieso. Ich sag doch, der ist auf einmal... hat er wieder seine, der dreht sich jetzt halt wieder komplett, wie er das vorher auch gemacht hat schon mal. Also ja, er hat kein Problem damit. Das will ich damit sagen. Er hat damit kein grundsätzliches Problem. Das war jetzt eine fixe Idee von ihm und keine Ahnung, was er gegen mich hat. Er hat ja vorher auch noch, er wusste doch vorher auch, dass ich zum Beispiel da noch damals eher rechts war oder weiß ich so, im Angerverse und sonst was war. Das war ihm doch auch alles scheißegal, solange ich mich benommen habe. So. Generell hat er gesagt, Siff, hier sind die große Siff-Babel, ja, Nacht-Siff ist auf. Und jetzt auf einmal heißt es, jetzt sind auf einmal alle Rechten sind auf einmal alle gleich rechts und alle sind böse und Siff ist sowieso scheiße. Also. Das Thema Medienwirksamkeit, Medienkompetenz mit wirklich einer vielleicht nur kurz Pause. Ich habe das Gefühl, dass hier das nicht ehrlich ist und das ist das, was mich stört, ja, wenn Leute mit einem reden wollen. Ich habe keine, also wenn du mit Leuten redest, die dir nicht ehrlich sagen, was Sache ist, kannst du mit denen nicht reden. Dann redest du automatisch gegen irgendeinen Strohmann oder was auch immer, gegen die Erfindung. Es war ja bei Cracker genau dasselbe. Ja gut, dazu weiß ich hier nichts genau, aber ja, es nervt halt. Ja, ich meine, Leute müssen dir halt, also wenn er jetzt klipp und klar ehrlich sagen würde, was Sache ist, dann könntest du ja tatsächlich auch ehrlich darauf antworten. Aber so kommt mir das Ganze, wie du gerade als Beispiel auch genannt hast, das ist ein bisschen... Ja, ich weiß, man kann jetzt ja nur vermuten, was tatsächlich der Fall ist. Das ist doch das Gleiche mit, wenn es die Debatte mit Rechten über Thema Remigration ist. Ja, dann siehst du halt 500 verschiedene Begründungen, was dahinter zu verstehen ist. Und dann musst du erstmal herauskitzeln, was überhaupt gemeint ist. Teilweise halt von den gleichen Personen drei unterschiedliche Erklärungen. Da kannst du dann kaum gegen diskutieren. Ja, verstehe ich nicht wirklich.
geht. Ich bin ganz ernsthaft davon überzeugt, dass er zwischen dem, wie er glaubt, medial zu wirken, und dem, wie er tatsächlich medial wirkt, eine riesige Diskrepanz liegt. Diese Strategie der Rechten, die den Agitator und andere als nützliche Idioten instrumentalisieren, zeigt, wie skrupellos sie an der Stelle vorgehen. Ja, ich benutze das Wort Hurensöhne. Sie nutzen ihn aus, um ihre Ideologie zu verbreiten, sich selbst zu normalisieren und ihre wahren Absichten zu verschleiern. Denn Fakt ist ja auch, dass Leute wie der Agitator oder auch Mana-Zwerg niemals wirklich Teil dieser Bubble werden können. Im Gegenteil, sie gehören zu einer Gruppe von Menschen, die sie schlicht und ergreifend verachten. So hat man auch überhaupt kein Problem damit, wenn die Leute letztlich untergehen und massive Schäden aus dieser Romanze sich tragen. Du kannst nochmal Pause machen. Ich meine, dass die halt, das kam doch auch in dem in der Reaction auf, wie heißt es, auf Kubitschek und Co., wo du ja genau gesagt hast, wie die Strategie ist und welche angewendet wird. Du weißt ja, was die tun, wenn die in Gespräche mit einem reingehen. Ja, natürlich. Aber ja. Der das einzig wahr durchblickt hat, ist hier Jung Moralapostel. Und wenn wir in Recht reden, dann kann das nicht daran liegen, dass wir bessere Argumente als sie haben und sie argumentativ widerlegen wollen. Nein, dann sind wir einfach nur nützliche Idioten, die sie normalisieren. Ich habe im Gespräch mit Imp schon gesagt, was ich davon halte. Da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Wir sind nicht der Mainstream, wir können niemanden normalisieren. Nachdem sie medial verbraucht sind. Ich denke, dass wir derzeit alle, oder zumindest die meisten von uns in der Bubble, einen gravierenden Fehler machen. Wir sehen das AfD-Vorfeld nur als AfD-Vorfeld. Wir müssen es eigentlich als NPD-Vorfeld betrachten. Das sagen sie aber nicht mal ihren eigenen Leuten, weil sie ganz genau wissen, dass ein Viertel, vielleicht ein Fünftel abspringen würde. Und man will ja nicht als Verfassungsfeind gelten und so. Grundsätzlich gilt für mich aber eine Sache. Wer dieses Vorfeld vertritt, egal in welcher Art und Weise, und ganz gleich, was für ein Nazi das jetzt letztlich ist, ob das ein AfDler ist oder ein NPDler, was weiß ich, der hat überhaupt kein Problem damit, sich selbst in Grund und Boden zu lügen. Man darf ihnen nichts glauben. Würde man alle ihre Lügen aufzählen, ein Menschenleben würde dafür nicht ausreichen. Und das gilt sowohl für den kleinsten Parteisympathisanten bis hin zur obersten Spitze der AfD. Eins der besten Beispiele kommt von Höcke selbst. Wir wissen ja mittlerweile alle, was Remigration bedeutet. Wir haben es gerade nochmal von Fritz Franz oder wie er heißt gehört. Was für eine Lüge hat Höcke bitte in diesem einen Weltinterview daraus gemacht, um die große Masse nicht zu verschrecken? Dann brauchen wir eine Remigrationsinitiative, und zwar für die Deutschen, für die 1,5 Millionen Deutschen, hochqualifizierte junge Leute, die wegen der hohen Abgaben und Steuerlast, weil ihre Kinder in den deutschen Schulen nichts mehr lernen und weil sie... Was hast du gesagt? Stopp! Oh Gott, ist das dumm! Also, wenn du Deutsche aus dem Ausland hier dazu ermutigst, nach Deutschland zurückzukehren, dann ist das Remigration. Wenn du Ausländer, die nach Deutschland kommen, ins Ausland zurückführst, dann ist das auch Remigration. Das ist der Wortbedeutung her beides Remigration. Und das Ursprungs- und Zielland in beiden Fällen vertauscht sind. Hey, wie blöd kann man sein, um das nicht zu checken, dass das keine Lüge von Höcke ist, sondern dass das einfach eine andere Verwendung des gleichen Begriffs ist für ein Sachverhalt, wo dieser Begriff genauso sachlich zutreffend ist. Das Meinungsklima in Deutschland nicht mehr ertragen konnten, in den letzten 30 Jahren ausgewandert sind, die müssen wir zurückholen. Komplett krass. So, einfach mal die Nation angelogen, um seine eigenen Ziele zu erreichen und als gemäßigt zu stehen. Remigration bedeutet natürlich auf einmal, dass man die Leute aus dem Ausland zurückholen will, wie auch immer das funktionieren soll. Will er SA-Truppen ins Ausland schicken, die dann irgendwie Leute zurück nach Deutschland entführen, oder was will er machen? Deswegen machen sich die ganzen Nazis natürlich auch Team-Remigration-Profilbilder auf Twitter und so weiter. Klar, genau. Ihr vermisst die anderen so sehr. Düsi sollte die Leute natürlich zurückholen, klar. Ihr seid destruktive Lügner, deren einziges Interesse es ist, andere Leute, am besten gleich das ganze Land, für die eigene Missratenheit zu bestrafen. Und genauso wie Höcke überhaupt gar kein Problem damit hat, der ganzen Nation ins Gesicht zu lügen, um seine faschistische Gesinnung durchzubringen, genauso hat Outlaw kein Problem damit, einen Minderjährigen dahingehend zu manipulieren, dass er es für normal hält, sich in einer rechtsradikalen Echokammer zu bewegen. Er hat ebenfalls kein Problem damit, dass naive, arglose Creator mit einem Nazi-Stigma gebrandmarkt werden und somit im besten Fall ihre Kanäle, im schlimmsten Fall ihre psychische Gesundheit ruinieren. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie man überhaupt so drauf sein kann, dann müsst ihr einfach eine Sache verstehen, und zwar, dass die Nazi-Bubble uns hasst. Sie hasst uns, und zwar aus tiefster Seele. Sie hassen Mana dafür, dass sie eine Muslima ist. Sie hassen Lexi dafür, dass sie trans ist. Sie hassen mich für meine Drogensucht, den Nachtschmied dafür, dass er Bürgergeld bezieht, und den Agitator dafür, dass er eine hohe Stimme hat. Privilegierter Wichser. Und dementsprechend hat man auch überhaupt gar kein Problem damit, dabei zuzusehen, wie sich Leute gegenseitig zerstören, die man selber für minderwertig hält. Und das wird sich auch nicht ändern. Das wird so bleiben. Ganz egal, wie oft Outlaw noch irgendwie sagt, das ist good und das ist bad faith. Nazis tun Nazi-Dinge und sagen dann, es waren die Juden. Ist immer so gewesen, wird immer so bleiben. Und ich sag's ungern, aber in unserem allseits beliebten 3D-Schach sind sie mittlerweile gut aufgestellt. Der nette Nebeneffekt des Ganzen? Man kann irgendwelche Mitläufer abgreifen, im besten Falle noch Tokens. Vor allem Lexi macht sich nun seit Monaten darüber lust. Tokens, sagen das nicht immer die Wokies? Zu irgendwelchen, zu Leuten wie Lexi oder so?
Das ist ein gutes Stichwort. Die einzigen, die sich immer meine hohe Stimme lustig gemacht haben, sind übrigens die Wokies. Darunter ja, das sind die Wokies. Dekadent in seinem Stream. Das haben die Rechten noch nie gemacht. Doch, doch, die Rechten machen das bei mir also auch. Weil noch du, kein, bei mir machen das die Rechten auch. Sorry, da sind die sind halt beide gleich. Ja, aber bei mir noch nicht. Und erst recht kein großer Content Creator. Ob ja, weil kein Idiot so auf Twitter das macht, kriege ich nicht mit. Und wenn da mich einer irgendwie blöd anmacht, dann blocke ich den auch sofort. Glaub also mal, kritisiere die Rechten mal so, wie ich das mache, und dann wirst du es sehen, was passiert. Lustig in ermüdender Art und Weise. Es wird echt richtig cringe und langweilig mittlerweile. Lexi, komm darauf klar, dass dich irgendeiner mal vor Monaten als Token bezeichnet hat. Wurde von manchen Leuten sogar als rechtsradikaler Token bezeichnet. Ja, gut, nun, rechtsradikal ist Lexi wahrscheinlich nicht. Und obgleich sie bis dahin noch kein richtiger Token war, so ist sie es wahrscheinlich seitdem. Woran erkennt man das? Ganz einfach. Wenn du permanent von einer bestimmten politischen Seite geplattformt wirst, ohne tatsächlich konkrete, reale, echte Kontakte, Real-Life-Kontakte in diese Szene zu haben, ja, dann wirst du wahrscheinlich als Token missbraucht. So freut sich die Nazi-Bubble mittlerweile über folgende Errungenschaften, alle in den letzten Monaten dazugekommen. Man hat eine Transperson, die gegen andere Transpersonen schießt. Man hat eine Muslima, die sagt, Grenzen dicht. Man hat einen Bürgergeldempfänger, der sagt, der Sozialstaat ist zu großzügig. Am besten wäre jetzt natürlich noch ein Linker, der sagt, man solle mit den Nazis reden. Hat der gerade deine Stimme in so ein... Dieser Zustand in der Bubble ist für mich letztlich unmöglich hinzunehmen. Und ich appelliere an dieser Stelle tatsächlich an all die anderen aus meinem Umfeld. Wenn wir dabei zusehen, wie die NPD durch die Communities zieht und irgendwelche Leute abfarmt, dann werden wir uns das erstens nur sehr schwer verzeihen können. Zweitens wird das noch viel, viel schwerer wieder rückgängig zu machen sein. Ich will das hier gar nicht unbedingt als Aufforderung oder Ultimatum oder so verstanden wissen. Ich teile euch einfach mit, wie ich die aktuelle Lage momentan sehe, einschätze und welche Maßnahmen ich dafür für meine eigenen Kanäle ergreife oder ergriffen habe. Als ich das alles so festgestellt habe und ich mich gefragt habe, wie man jetzt mit der ganzen Sache umgeht, habe ich meinen, ich sag mal, spirituellen Führer gechannelt, extra für euch, und ihn gefragt, was ich machen soll. Er riet mir Folgendes. Ja, seht ihr, Nazis? Das war nämlich alles Imps Idee. Ja, er ist an allem schuld. Er hat mich auf alles gebracht. Und außerdem hat er mal dem Drachenlord vor die Tür gepisst. Genau, das war alles. Hey! Das ist der Spruch von Baba, oder? Glaube ich. So, warte mal, ich soll mal kurz jemanden hier den Link posten. Geht gleich weiter. So, kann sofort weitergehen, sorry. Imp ist nicht der Beste. Aber Spaß beiseite. Irgendwas musste passieren. Unmöglich, bei diesen Erkenntnissen einfach zum Alltag überzugehen. Und ja, mir ist auch klar, dass einige das wahrscheinlich als an den Haaren herbeigezogen empfinden werden. Für manche ist das sowieso, das Urteil auch schon vorher klar, bevor sie dieses Video sehen. Wir wissen ganz genau, wer. Ja, von mir aus. Ich sehe die Dinge nun mal so und ich sage auch gleich, es ist nicht meine Aufgabe, irgendwem davon irgendwas zu überzeugen, von wegen, komm doch bitte zurück und so weiter. Ist mir scheißegal. Mir war es nur wichtig, sicherzustellen, dass möglichst viele aus der Bubble diese Informationen bekommen. Wie ihr mit den Informationen umgeht, das ist letztlich euch überlassen. So kann und muss ich allerdings auch für meine eigenen Kanäle entscheiden. Und das habe ich auch. Die Entscheidung wurde getroffen. Ja? Ich höre mir gerne an, dass ich hier blind war, da dumm, da naiv, man hat es mir hier doch gesagt und da und so weiter und so fort. Ja, okay, alles klar. Das ändert aber nichts daran, dass ich es für am besten halte, die Community, also meine Community, stark zusammenzuschrumpfen. Zahlen hin oder her, ich bin nicht drauf angewiesen, ist mir scheißegal. Also die Entscheidung bleibt. Die andere Option wäre, einfach nichts zu tun, zuzuschauen, wie die NPD im Chat immer normaler wird und im schlimmsten Falle zu riskieren, dass man die irgendwann von jetzt auf gleich als Streamer gar nicht mehr unter Kontrolle bekommt. Und ja, ich nehme bewusst in Kauf, dass es wahrscheinlich auch ein paar Leute getroffen hat, wo das nicht berechtigt war, die es zu Unrecht getroffen hat, die zu Unrecht gekickt wurden. Es tut mir unironisch leid, kein Scherz. Aber es ging nicht anders. Wie gesagt, macht, was ihr wollt, tut, was ihr für richtig haltet. Aber wer sich in diesen Communities bewegt, in irgendwelchen NPD-Kreisen, auch wenn es über Ecken ist, wer dort im Chat auftaucht, sich dort als Member zugehörig fühlt, der kann bei mir nicht mehr abhängen. Es tut mir leid. Wer in so einer Community rumhängt, der wird bei mir auf allen Plattformen gebannt. Ich habe nämlich absolut keinen Bock auf irgendwelche Sturmhauben-Wichser, die ihre Anwesenheit überhaupt dafür nutzen, permanent irgendwelche Kommentare zu verfassen, um ihre scheiß Nazi-Ideologie zu verbreiten. Da habe ich absolut keinen Bock drauf. Sturmhauben muss ich ja dafür Respekt geben, wie penetrant der ist. Also das stimmt. Der hängt ja überall rum, anscheinend.
Wer sich die Scheiße antun will, viel Spaß. Ich hab's nicht und ich bann die einfach alle weg. Es ist mir auch egal, wenn ich am Ende mit 10 Leuten hänge. Ist mir scheißegal, ohne Witz. Wie gesagt, ich bin da nicht drauf angewiesen oder so. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich rate euch, diese Kreise zu meiden. Wie dick halt denn das Finanzamt? Ich werde natürlich weiter ein Auge auf das Ganze werfen. Und ich empfehle jedem, vor allem den Creatoren, gerade in diesen Zeiten, wo der Bundestagswahlkampf vor der Tür steht, höllisch aufzupassen. Ich werde weiter versuchen, meine Community dahingehend sauber zu halten. Auch allein schon aus dem Grunde, damit sie breiter wird. Ich werde in den nächsten 10 Tagen irgendwie mal streamen. Falls noch irgendwelche Fragen offen sind, dann könnt ihr mir die stellen. Zumindest die Leute, die noch schreiben dürfen. Schaut also gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch auf eine wichtige Sache hinweisen. Vor kurzem habe ich einen Tweet veröffentlicht mit einer Anleitung, wie man diese ganze Stolzmonat-Scheiße, die ja jetzt wieder uns einen Monat komplett zu Tode nerven wird, blocken kann. Wenn ihr euch aktiv vor rechter Propaganda und Manipulation schützen wollt, dann schaut gerne bei mir auf X vorbei und nutzt diese Anleitung, führt sie aus und verschont euch selbst vor diesem Dreck. Liken, abonnieren, teilen nicht vergessen. Passt auf euch auf, meine Lieben. Lasst euch nicht ins Ziel ficken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ey, auch ein Verschont euch vor Utopia geklaut. Verschont euch vor Deutschlandflaggen in einem Farbspektrum. Die bedrohen euch echt. Also, ja, das sind die wahren Probleme, die wir haben. Ich finde diesen Kulturkampf ja ziemlich albern, das hatte ich ja immer schon gesagt. Beim Arbeiterstolzmonat mitgemacht, weil ich das eine lustige Aktion fand. Und wenn die Woken und die Rechten das machen, können wir es halt auch machen. Ist ja nicht falsch, aber da jetzt so steil zu gehen wegen, völlig absurd. Geh mal auf die Kommentare, Sella. Geh mal auf die Kommentare und schalt auf Neueste. Da sind nur Wokies unterwegs, fast. Zumindest das, was ich gerade eben gesehen habe. Ich hatte gerade eben noch mal geguckt. Und unten auf die Kommentare. Ja. Und auf Neueste schalten. Ghostizismus? Was? Ja. Wetzolds Welt ist stabil. Das kannst du mal liken. Wetzolds Welt? Das erste, was da oben ist. Ah, er hier. Der, mit dem hast du ja öfters, mit dem hat Neid dann auch geredet, ne? Ja, der hat, war auch bei Hugo schon. Ja, das ist schon stabiler. Ja, das ist teilweise schon ein bisschen crazy. Ja, er nennt seine Ideologie radikale Mitte. Wirtschaftlich wirkt das aber eher links. Also und außenpolitisch ist er auch total stabil. Da ist er auch eher für eine Politik der Nichteinmischung und der Zurückhaltung. Also das sind die Punkte, die mir am wichtigsten sind. Ich muss sagen, ja, und das philosophische Konzept, was er dahinter verfolgt. Ich habe mal sein Manifest der radikalen Mitte durchgelesen. Und ja, ist nicht falsch. Also der hat da durchaus eine differenzierte Ideologie sich zusammengebastelt und ich finde das durchaus interessant, sollte man sich mit auseinandersetzen. Also das ist definitiv einer der vernünftigeren in dieser alternativen Medienszene, also meiner Meinung nach. Mhm. Ja, wie ist euer Fazit? Hoch. Ja, also Fazit, also kein einziger Beleg für gar nichts. Also wir helfen alle Rechtsradikalen dadurch, dass wir mit ihnen reden. Oder dadurch, dass wir Leute im Chat haben, die er jetzt hier als rechtsradikal bezeichnet. Also nichts, das war gar nichts. Outlaw hat auch schon gerade auf Twitter angekündigt, morgen wird das Tribunal der Zentristen da einen Rat drüber abhalten, beziehungsweise darauf reagieren. Bin ich auch gespannt, wie die Reaktion aussieht. Ich habe da jetzt mal eine Reaktion von 3 Linken gesehen. Sella, du wurdest gar nicht erwähnt, das finde ich cool. Also er hat ja gesagt, warum er dich da gebannt hat. Naja, doch, das mit Frank Franz hat er erwähnt. Stimmt. Das hat er kurz, also da hat er dich kurz reingeschnitten. Stimmt, da hat er, weil du gesagt hast. Ich habe gerade überlegt, ob er einen Kritikpunkt hatte, aber Kritikpunkt war, dass du gesagt hast. Wie gesagt, den Punkt gebe ich ihm, zumindest am letzten Abschnitt, was Frank Franz gesagt hat, dass mit den Nützlichen, solange sie Nützlichen abgeschoben werden, da hätte ich Hertha entgegensprechen, weil ich das auch wirklich nicht so sehe. Das war nicht gut. Aber ich habe hier nochmal einen kleinen Ausschnitt. Guck mal hier, wie Jung damals drauf war. Zeig mal. Denn vor den Anstellst, also was mich bei mir, also... Oh, warte, du siehst das gar wenn nicht. Ja, jetzt sehe ich es. Ja, nee, sehe ich immer noch nicht. Du müsstest das... Kopier das mal da rein. Was mich bei mir gestört hat, war, dass... kopier das in so einen normalen Tab rein, wo du die anderen Tabs auch offen hast. Geht leider nicht, weil das von Okay, dann lass. Dann verabschieden wir uns aus der Reaktion.